Hi, Chat. Hi, willkommen. Seid ihr mit Tomodachi Live vertraut? Moment, willkommen. Selbst das Sonntag. Der vierte oder fünfte in Folge, wenn mir nicht alles täuscht. Wir spielen Tomodachi Live. Ein Spiel, in dem es um Mies geht. Die sich mit Hilfe von Text-to-Speech untereinander unterhalten. Und das Spiel ist ein Desaster. Es wird fantastisch. War das weg? Ich hab Dark Souls Deko, falls euch das gefällt. Ich kann es wegmachen. Wie gefällt euch mein Rahmen? Wie gefällt euch mein Rahmen? Was haltet ihr davon? Würde ja sein, der ist gelungen. Ich denke, er ist ziemlich akzeptabel, ehrlich gesagt. Sie müssen auch hoffen, dass die Lautstärke von dem Spiel passt. Aber wir finden das heraus. Ihr müsst nämlich die Charaktere hören. Ist das Pommes? Yeah. Das sind Pommes. Oh, shit, wie viel der? Heute ist der 20.10. Ist der 20.10. Oh Gott, es ist fast November. Großer Gott, ist doch nicht 12.41 Uhr. Es ist 18.11 Uhr. Machen wir 18.49 Uhr. Ein bisschen Loot kann ich schaden. Ember Stein, 14 Monate. Reception. Wie wir lieben Dank. Ist korrekt, ja. Also im Kadia, 4 Monate. Wie wir lieben Dank auch dafür. Also, ich glaube, es sollte zu leise sein. Warte mal. Ich kann zumindest selber nichts davon hören. Ich habe das Gefühl, wenn ich selber nichts hören kann, könnt ihr noch weniger davon hören. Okay, also eine paradiesische Insel mit dem blauen Ozean. Jetzt wird die Scheiße ernst. Diese Insel ist nur für dich gemacht. Also sie hat doch keinen Namen, wie soll sie heißen? Die Insel von dem Vorbesitzer, dem das Spiel gehört hat. Ich habe es im Rebuy gekauft. Er hat seine Insel YouTube genannt. Er wollte wohl ein paar YouTuber einziehen lassen. Ich für meinen Teil. Ich bin ein Mann von Klasse. Ich werde mich nicht auf derartige Dinge hier herablassen. Nein, nein, nein. Ich werde es in Andenken an einen wahren Promi erstellen, okay? Oh, shit, das wird knapp. Machen wir einfach Kali Island. Kali Island. Wir machen Kali Island. Auch wenn es nicht ganz so aussieht, der vertraut mir, es ist Kali Island. Das ist eine Insel für wahre Männer. Ein fantastischer Name. Ab heute bist du der Verwalter von Kali Island und dein Ebenbild beginnt hier sein neues Leben als erster Einwohner der Insel. Zuallererst sollst du aber dein Mii erstellen, so aussieht wie du. Ich habe den Mii erstellt, ich habe ihn gestern extra überarbeitet, tatsächlich. Sasha Gans, 8 Monate, Reception, wie wir lieben Dank. Sieh was? Nein. Wir werden einen Mii aus dem Foto erstellen. Und danach werden wir männlich. Yep. Blass. So blass wie es möglich ist. Blau. Yep. Wähle deine Frisur. Das wird schnell gehen. Wo ist meine Frisur? Da ist meine Frisur. Mies ohne Haare sehen so dumm aus. Okay. Scheitel, Kinn. Wo fängt mein Scheitel an? Oh, das ist... warte, muss ich... Ich mach's so am besten, oder? Was für ein Bild. Das ist ein echter Gamer. Es ist einfach zu nah an der Realität. Mir fehlen die Worte. Ich wirf zunächst das Gesicht. Ich denke, das ist absolut perfekt. Ich denke, jetzt gibt's nichts. Nein, warte, ich möchte keine Änderung verwerfen. Ich möchte ihn. Mach ihn ein bisschen. Ja. Yeah. Speichern. Warum kann ich hier nicht speichern? Warum kann ich hier nicht speichern? Oh, Profileinstellungen. Oh, okay. Vorname. Mogi. Es ist Mogi. Mogi der Bart, wir brauchen keinen. Nachname. Mogi. Moplo. Mogi Moplo. Spitzname. Was ist ein guter Spitzname? Gut genug. Huso. Geburtstag ist 1993.
Der 31.28.2., wie es aussieht. Lieblingsfarbe? Wir wollen ein Blau. Okay. Oh, die Stimmeinstellungen. Wir müssen jetzt die Stimme einstellen, damit er... Okay, also. Ich bin Mogi Moglo. Ich bin Mogi Moglo. Könnt ihr das hören oder soll ich lauter machen? Mein. Ich bin Mogi Moglo. Alle nennen mich nur Huso. Ich bin Mogi Moglo. Alle nennen mich nur Huso. Mein Geburtstag ist der 28. Februar. Ich bin Mogi Moglo. Alle nennen mich nur Huso. Mein Geburtstag ist der 28. Februar. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Ich bin Mogi Moglo. Alle nennen mich nur Huso. Stimmt, die Persönlichkeit des Smee-Charakters, okay. Wie handelt er denn? Handelt er eher schnell oder langsam? Langsam. Spricht eher direkt. Ausdrucksweise ist vielleicht ein bisschen kühl. Denkweise ist vorsichtig. Insgesamt mittelmäßig speziell. Nicht zu crazy, aber ein bisschen, versteht ihr? Klar, ich möchte mich speichern. Also, von... Oh Gott. Von Dr. Oh Gott, Dr. Rucola. Und Bits, wie wir ihm Dank. Oh Gott, und Resets von Zuberka, zum Pentagott und der Long Long. Wie wir ihm Dank dafür. Okay. Eindruck selbstbewusst, Charakter förmlich, ehrgeizig, ungeduldig, direkt, ergebnisorientiert. Arbeitet gerne im Ein-Personen-Team. Ist zwar keine Partykanone, verfügt dabei über große innere Kraft. Dankeschön. Ein Ebenbild ist fertig. Hoffentlich wird Huse sich auf Kali Island auch wohlfühlen. Das hoffe ich doch auch. Das Problem ist nur, wir müssen mehr, sehen wir es uns doch mal an. Wir müssen noch mehr Mies hinzufügen, dann, damit noch Dinge passieren. Dann besuchen wir unseren Mii. Hallo. Hallo, Huso. Was macht Huso wohl in seinem Zimmer? Berühr betreten, um selbst ins Zimmer zu gehen. Betreten wir es. Okay, Huso. Hallo, ich bin Huso. Nanu, du siehst ja aus wie ich. Besuche Mii-Charaktere in ihrem Zimmer, um mit ihnen zu interagieren, berührt sich, Sprechblase zu hören, was dein Bild zu sagen hat. Ich habe Hunger. Huso möchte etwas essen, gehen wir doch etwas für ihn einkaufen. Okay, Huso, wenn du was essen willst, dann werden wir das bei ihm erledigen. Gehen wir in den Supermarkt. Willkommen. Was wollen wir? Was für eine Wurst? Schmeckt mit oder ohne Brötchen? Mit Senf oder ohne? Schmeckt nicht nur Valentinstag. Jeder Tag ist perfekt für Schokolade. Jo, wir nehmen Schnitzel, paniert oder Natur. Auf jeden Fall delikat mit Zitronen und Kartoffeln. Jo. Ich meine, wir haben nur 50 Euro insgesamt, aber wir gönnen uns jetzt einfach mal was, okay? Wir gönnen uns richtig Schnitzel. Genau, ich bin erst total mit Mogi so vor. Ich bin Huso, ich hab Hunger. Lass uns Huso Essen bringen. Oh Gott. Das ist ja von der Reaper Zucker Simote. Reception, wie wir ihm Dank. Ding Dong! Ich hätte mir Mies vorbereiten sollen, aber egal. Guten Abend. Kann ich dich auch streicheln? Okay. Was hast du sagen? Mann, hab ich einen Hunger. Mann, hab ich einen Hunger, okay. Wie wär's mit einem Schnitzel, mein Bruder? Friss. Okay, ich wollte es auf den Boden werfen, aber ist okay. Er fand es absolut... Das fand er absolut lecker. Schön. Gib acht, nicht jedes Mii hat das, hat dieselben Vorlieben. Ja. Was ist denn jetzt noch? Huch, sieht aus, als wäre Huso, als ob Huso noch was auf dem Herzen hätte. So ganz allein auf der Insel ist doof. Ich wünschte, ich hätte Gesellschaft. Oh, er will Gesellschaft. Oh. Macht euch keine Sorgen, ich habe ein paar Mies vorbereitet dafür. Fangen wir an. Ich habe ein paar runtergeladen. Basinga. fangen wir aber mit Fully an. Den ich aus irgendwelchen Gründen hier noch hab. Nennen ihn, Fulltime.
Full Team, ey. Full Team Richard. Richard. Und Spitzname ist Fully, wie es aussieht. 2000er Kid, sage ich euch. Ich bin Full Team Richard. Alle nennen mich nur Fully. Mein Geburtstag ist der 6. Mai. Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Ich bin Full Team Richard. Handelt eher schnell, spricht sehr direkt. Ist ja sehr direkt. Ausdruck ist eher lebhaft, vorsichtig und eher speziell. Okay? Soweit so gut. Soweit so gut. Das hat er aber früher nicht verdient. Was hat er nicht verdient? Nüchtern, erster Eindruck, selbstbewusst, Charakter förmlich, ehrgeizig und ungeduldig. Ja, ja. Strenger, dominanter Typ, richtet oftmals alle Energie auf ein Ziel hinaus, leidet aber, wenn dieses nicht erreicht wird. Let's go, Riff, 26 Worte, ein bisschen zu schnell. Vielen Dank. Fully ist wohl gerade eingezogen. Können wir Fully jetzt besuchen gehen? Geh zufrieden, aber mir ist das mehr Geld bekommen. Ja, geh dich mal vorstellen. Oh. Oh. Das Crossover des Jahrtausends. Was seid ihr davon? Huso und Fully sind jetzt miteinander befreundet. So treffen sich die Mii-Charaktere Rebetan und schließen Freundschaften. Oh, okay. Das war's? Oh. Es gibt vier verschiedene Gruppen von Charaktertypen. Okay. Verstehe. Ist mir egal. Manchmal finden sich auch Paare und die können auch Babys bekommen. Aber das ist ein grausam... Stell dir nur vor, wir haben ein Kind. Oh Gott. Okay. Und wie hat es dir gefallen? Nicht sonderlich gut. Man kann sein Kind auch aufwachsen sehen. Nein, lass mich bitte in Ruhe. Wollen wir mehr Leute nach Kylie Island holen, wenn wir schon mal hier sind? Oh, die Mii-Nachrichten! Eilmeldung. Auf Kalisland wurde ein Rathaus eröffnet. Im Rathaus können sich neue Bewohner anmelden oder Informationen zu bereits gemeldeten Bewohnern einsehen. Es gibt dort noch viele andere Dinge zu tun, also schaut ruhig einmal vorbei. Danke fürs Zuschauen. Mensch, das war ja fast so aufregend. Von Lu 9 Monate, Schwecke 26 Monate und von der MP 3 Monate. Mr. Zipschen, vielen lieben Dank. So, kann ich hier neue Mies dazu holen? Ich werde, bevor wir weitermachen, würde ich gerne erst ein paar Mies holen. Aber vorher werden wir noch ein Mii über ein Foto erstellen. Männlich. Ja, Frisur. Moment, Augen sind eher in grün. Haarfarbe eher in gold. Wählende Frisur. Ja, das ist ziemlich angemessen. Also. Okay. Schauen wir uns das Ganze mal an. Konnte kein Gesicht erkennen. Nein! Können wir nicht einfach... Perfekt. Können wir nicht einfach den Look machen? Oh, es konnte auch kein Gesicht erkennen. Okay, wisst ihr was? Wenn es nicht geht, dann will ich nicht mehr. Der Doppelkinn-Look. Dann möchte ich nicht mehr. Dann importiere ich welche von denen, die ich so habe. Der erkennt kaum was. Das ist mir aufgefallen. Die Viewer kennt da, glaube ich, wesentlich mehr.
Egal, wir haben ein paar Mies vorbereitet. Das aus gutem Grund. Holen wir Johnny dazu. Vorname. Jonas. Nachname. Jonas. Flasche. Jonas Flasche. Er ist im Jahr 78 geboren. Okay. Ich bin Jonas Flasche. Alle nennen mich nur Johnny. Jonas mein Amazonas? Ist der 5. Juni. Okay, dann machen wir Amazonas. Wenn ihr auf den Amazonas besteht, dann werden wir das wohl machen müssen. Ich höre mal schauen, ob ich die Stimme nicht vielleicht von Hand ein bisschen. Oh, das war der neue Mie, den ich gemacht habe, aber der kommt nicht zum Einsatz. Wir haben einen anderen importiert. Warum startet es immer mit Kleinbuchstaben, wenn man was eintippt? Das ist das Schlimmste, Jonas. Jonas. Amazonas. Amazonas. Erwachsen. Ja. Okay. Individuell. Ich bin Jonas Amazonas. Ich bin Jonas Amazonas. Ich bin Jonas Amazonas. Ich bin Jonas Amazonas. Red ja schneller. Ich bin Jonas Amazonas. Ich bin Jonas Amazonas. Ich bin Jonas Amazonas. Alle nennen mich nur. Ich bin Jonas Amazonas. Alle nennen mich nur Johnny. Mein Geburtstag ist der 5. Juni. Ich meine. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Wenn das nicht Johnny ist, dann. Ich bin Jonas Amazonas. Kann ich euch auch nicht mehr weiterhelfen von dem Punkt. Handelt. Ja, nicht ganz so schnell. Manchmal direkter, als er sein sollte. Sehr lebhaft oder kühl. Sein Ausdruck lebhaft oder kühl, das kommt immer drauf an. Ich würde ja ausgeglichen sagen. Denkweise ist. Ja, ich würde auch eher speziell machen. Aber vertrau mir, die Denkweise ist sehr vorsichtig. Was macht Akzent? Wir werden danach noch schauen. Wir werden noch ein paar andere. Akzent betrifft die Betonung eines der Buchstaben. Oh. Du kannst anscheinend auch ändern, wie die Namen der Mies ausgesprochen werden. Ja, aber. Ich meine, es wäre langweilig, wenn es richtig ausgesprochen werden würde. Johnny ist hereingekommen. Ja, Johnny! Können wir dich mal besuchen? Wie geht's dir, mein Bruder? Was treibst du so hier in der Gegend? Mein Name ist Johnny. Ich liebe jede Herausforderung. Die Schnauze, Johnny. Oh. Schau mich doch nicht so an. Ich habe Hunger. Ein Nudelgericht wäre jetzt prima. Fucking Johnny, man besucht ihn, was sagt er? Ich habe Hunger. Ein Nudelgericht wäre jetzt super. Ja, er sagt sogar genau, was er will. Die haben hier keine Nudeln. Vielen Dank. Ich will doch kein Geld, damit der Spaghetti, Bro. Waren welche? Um den Magen meiner Leute zu füllen, werde ich, oh ja. 6,50. Ich hoffe, es wird's wert sein. Vielen Dank. Vielleicht können wir noch scharfe Soße dazu holen. Servumi, 22 Monate, Reception, wie wir lieben Dank. Ich muss übrigens mal anmerken, dieses Spiel wollte ich tatsächlich auch schon seit Jahren mal spielen, aber darüber reden wir nicht. Okay, besuchen wir Johnny, hat Hunger. Volli. Können wir mal darüber reden? Mein Name ist Volli und ich strebe immer nach dem Ideal. Ich übe gerade Grimassen. Das sehe ich. Darf ich dich mal was rein Theoretisches fragen? Oh oh. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass morgen die Welt untergeht? Familie besuchen, Geld verpulvern, weinen und warten? Gar nichts. Wenn ich das wüsste, ich würde sagen. Ich glaube, das könnte mir auch passieren. Sag mal, bin ich eigentlich jemand, den man leicht missverstehen kann?
Oh, du willst keine Antwort auf diese Frage. Okay, was gibt's bei Johnny noch? Also, du wolltest, dich gelüstet ist nach Nudeln. Dann hau mal rein, mein Bruder. Das fand er absolut lecker. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Oh! Geschenk von Johnny! Eine Bratpfanne! Kannst du eine Mie über das Geschenk so einige Dinge zu Alltags schenken? Gibt er Mie. Okay. Danke für die Bratpfanne. Die habe ich mir gewünscht. Okay. Bringen wir noch ein paar Leute dazu. Habe ich das Gefühl, wir brauchen noch ein paar mehr. Und danach. Dann wird alles sehr ins Vertraut mir, okay? Also neue Mie registrieren. Ich hätte gerne Sheldon. Bazinga. Sheldon. 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 Weiß der Nachname Cooper, wenn mich nicht alles täuscht. Cooper. Mir egal, wann du Geburtstag hast. Halt. So. Okay. Ich bin Sheldon Cooper. 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 Perfekt. Handelt. Schnell. Direkt. Kühl. Vorsichtig. Speziell. Er ist ein Charakter der Extremen. Der Cooper. Schaut euch hier an. Was für ein Abenteuer hat er als nächstes vor? Wir werden es nie herausfinden. Mr. Thais, zum Motel, Mr. Tippchen, wie wir ihm Dank. So, ich will noch ein, zwei Charaktere dazu holen. Danach wollen wir vielleicht die Uhrzeit verstellen. Die Sache ist nämlich, beim Spiel passiert je nach Tageszeit immer andere Dinge. Und vielleicht wollen wir eine andere Tageszeit. Okay, wir holen noch zwei Mies dazu, okay? Noch zwei Stück. Zuerst brauchen wir... wir brauchen eine heiße Dame. Hey, Peter. Louis. Griffin. Außer mehr wrong, ist jetzt als Motte. Ich sag's dir schon viel, viel lieben Dank. Frauenstimme. Ich bin Louis Griffin. Ich bin Louis Griffin. Handelt. Sie ist einfach der langweiligste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ach. Louis G. ist eher der Kumpeltyp, falls es da einen Zweifel gab. Louis G. ist hereingekommen. Holen wir noch einen. Hast du schon Johnny gemacht? Ja, ich hatte Johnny's Mii noch auf meinem 3DS. Zu irgendwelchen Gründen. Und für Verzeihung für meine Schnäuben gerade. Ich bin für SpongeBob. Einfach weil er... Seht ihn euch an, wie er aussieht. Das ist nicht bezaubernd. Das könnt ihr ja stellst du dich vor dem Spiel. Ich habe gestern ein paar QR-Codes gescannt. SpongeBob. Shit, warte. Schwammkopf kommt als Nachname. Vorhin muss ich mit Mr. Bean in ein Zimmer. Das verstehe ich nicht. Warum muss Vorhin mit Mr. Bean in ein Zimmer? Schwammkopf. 1.1.1990, das ist okay. Ich bin SpongeBob Schwammkopf. Ich bin SpongeBob Schwammkopf. Das gefällt mir. Handelt schnell, direkt, lebhaft, sorglos, speziell. Boom. SpongeBob. Fertig.
Ich bin Spongebob. Okay, besuchen wir die Jungs. Bazinga. Mein Name ist Sheldon. Mir ist egal, was die Leute sagen. Okay. Ich bin so hungrig. Ich hab da was für dich vorbereitet, Sheldon. Hier. Beste Brotqualität. Das fand er absolut lecker. Yo, wir können Klamotten kaufen. Einmeldung. Los. Nach langem Warten wurde nun endlich die Boutique auf Kalisland eröffnet. Im Laden gibt es jede Menge Kleidungsstücke, es werden verschiedene Stile wie leger und formell abgedeckt. Wir freuen uns schon auf euren Besuch. Sheldon konnte sich bereits vor der Eröffnung im Laden umsehen. Begeistert kommentierte er. Was hast du? Dass ab sofort viele neue Trends hier auf dieser Insel ihren Anfang nehmen. Oh. Der Laden bekommt jeden Tag neue Sachen. Ich dachte, da kommt ein richtiges Interview. Das war langweilig. Okay, was haben wir hier? Willkommen. Landwirt-Outfit. Polizeiuniform. Finger-Outfit. Tarnjacke. Kragenpullover. Militärmantel. Frage, wir werden gleich was ausprobieren. Oh, ich will ein Polohemd. Yes. Nein, ich will das Polohemd. Ich habe kein Geld mehr. Vielen Dank. Vielen Dank, bitte. Also. Übrigens, zurück zum nächsten Stoff, kannst du ein Foto vom oberen Bildschirm machen. Okay. Wir werden auf die SD-Karte gespeichert. Sehe ich schon. Also. Und von der Werk 16 Hotel Reception. Wie vielen Dank. Huso ist hier. Manchmal das Leben, versteht ihr? Ich meine, kratzt es einfach. Wenn niemand hinschaut, dann kratzt man sich halt ein bisschen. Komm schon. Um die Insel schöner zu machen, sammeln wir jetzt Spenden. Oh nein. Komm doch mal mit raus. Was? Nein! 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 Es werden Spenden gesammelt. SpongeBob! Einmeldung. Am Glücksbrunnen wurde ein Sparschwein für Spenden aufgestellt. Jeder kann mit seiner Spende Kalisland zu einem noch schöneren Ort machen. Sämtliche Anwohnerspenden werden dem Verwalter von Kalisland zu... Das... Wir haben schon verstanden. Von Firebrow, 15 Monate, Reception, ich sehe schon, das wieder 2013. Hey, das war ja ein 2015-Ding. Vielen Dank für die 15 Monate. Okay. Treibt sich hier jemand abends herum? Oh. Yo! Die Sammlung läuft! Lass mal das Geld rüberwachsen. Immer schön, das Schweinchen. Das sind Ferkeleien, für die wir uns nicht zu schade sind. Ist das SpongeBob oder nur noch Bob? Das ist Bob. €31? Das ist okay. Damit kann ich leben. Hier ist ein Ereignis. Battle Rap! Oh mein Gott! Chat. Es ist ein Battle Rap Turnier am Brunnen. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Schalten gegen Lois. Bin ich rein, geht die Post ab, weil ich's eben check. Yeah. Jetzt gib einfach auf, das hat so keinen Zweck. Oh, fuck. Es geht definitiv an Sheldon. Meine Reime sind Feuer, soeben entfacht.
Bald ist für dich echt Schicht hier im Schach. Deine Reime klingen so, als hättest du ein Problem. Autsch. Dein Rick ist ein Kiss meiner Torte mit Creme. Oh, 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 Gott. Das ist Körperverletzung an dem Punkt, Chad. Meine Reime rahmst du dir zu hausheimlich an. Oh, fuck. Oh, oh, sie kann nichts machen. Telefon für dich. Oh, Lois. Lois. Merk dir eins. Deutschstrip gibt einen Fick auf dich. Oh, das ist die erbärmlichste Niederlage, die ich jemals miterlebt habe. Ich will noch eins hören. Oh, 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 das ist das Battle des Jahrtausends. Fully gegen Jordi, es geht los. Jo, du fliegst hier im hohen Bogen raus. Check es, meine Reps sind ein Ohrenschnauz. Sind sie, das ist wahr. Gegen dich zu betteln ist wirklich kein Ab. Mit Rettern wie dir meid ich sonst den Kontakt. Oh, das ist so eine Funny Line. Wenn ich recke, stehen meine Zuhörer Schlange. Oh, 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 das war gut. Was du so kannst, jo, das kann ich schon lange. Oh, 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 fuck, okay. Wie wird sich Fully davon erholen? Wie wird er sich erholen? Ich reihe mit Strategie, fast genauso wie beim Schach. Oh, Schach! In der Schule war Flo mein Leistungsfach. Oh, 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 fuck. Mein Flo ist frisch und klar, deiner zäh wie Lehm. Oh, das überzeugt mich nicht. Nein, darauf werde ich jetzt nicht antworten. Das war zu viel für ihn. Er war nicht mehr bereit. So hat Johnny verloren. Besuchen wir den Gewinner. Fully ist bei Huso zu Besuch. Bist du fick, macht ihr hier? Oh. Okay. Guten Abend. Ich möchte etwas Neues zum Ansehen. Mein Freund, du hast Glück. Ich hab nämlich extra was für dich besorgt. Hier ist ein Poloshirt, mein Bruder. Edding, Ralf, 24 Monate, Reception, lieben Dad. Was? Steht hier, du siehst bezaubert aus damit. Ich möchte das Umziehen-Symbol nicht berühren. Ich will Fully besuchen. Er sitzt einfach auf dem Boden. Fully, was ist dir auf dem Herzen? Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendein Basic-Teil. Mein Freund. Ich hab noch ein Outfit übrig. Das gefällt ihm total gut. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Oh, danke. Hustensaft? Oh mein Gott, Fully! Genau den Danke. Du bist ein richtiger Allgemein Freund. Okay, Sheldon, mal, was gibt es? Komm, spiel mit mir. Oh, okay. Spielen wir. Pixel Quiz. Welches Item ist wohl hier verpixelt angezeigt? Klingt vielleicht einfacher, wirst du alle erkennen. Das erste verpixelte Item. Bazinga. Was könnte es wohl sein? Dominostein. Und die Lösung ist... Ganz eindeutig. Es war ein Dominostein. Das zweite verpixelte Item. Was könnte es wohl... Und die Lösung ist... Glückskatze. Es war eine Glückskatze.
Das letzte verpixelte Item. Was könnte es wohl sein? NES, mein die Bruder. Lösung ist, echte Gamer, im echten Gamer machst du nichts vor. Es war ein NES. Okay. Glückwunsch. So. Oh. Hier einen. Oh! Aus. Fuck! Welche Box nehmen wir? 1, 2 oder 3? Welche Box wollen wir? Ihr lasst euch von der Größe einschüchtern. Okay. Eine Vuvuzela! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist das beste Geschenk von allen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wer will Vuvuzelan? SpongeBob! SpongeBob, ich weiß, was dir gefallen wird. Ich bin SpongeBob. Ich handle oft aus einer Laune heraus. Oh Gott, sag sowas nie wieder, das macht mir Angst. Ich habe Hunger. Ich sollte ihm den Burger geben, aber erstmal kommst du Weißbrot. Das war ja nicht so gut, das ist okay. Ich auch nicht. Rumors, next more, Reception. Vielen lieben Dank. Also. Schon bei erstem Turm gegen Steuern gibt der Grippe keine. Gegen Steuern gibt der Grippe keine Chance. Okay. Kann ich ihm nicht die Vuvuzela geben? Ich dachte, ich kann ihm die Vuvuzela geben. Geben wir ihm die Bratpfanne. Ich habe das Gefühl, er wird sich darüber freuen. Ich koche uns was Leckeres. Oh! Das ist einfach sein Dieser Leben. Duft ist einfach einmalig. Probier es nur mal, danach willst du nichts anderes mehr essen. Ist das etwa einer deiner der Krabbenburger, von denen ich so viel gehört habe? Und fertig, bitte, guten Appetit. No Hot Dog! Wirklich? Wir waren so nah dran und ihr macht einen Hot Dog? Ist das ein krosser Dog? Nein, nein, warum habt ihr nicht einfach Burger draus gemacht? Lass es dir schmecken. Okay, SpongeBob. Besuchen wir Lois, war das andere, oder? Lois? Lois, geh, was treibst du? Heute in der Pfanne? Warum nicht? Ich bin Lois G. Und ich komme wirklich mit jedem gleich klar. Ach Gott. Was soll ich sagen, wenn ich deprimiert bin? Oh. Was soll sie sagen, wenn sie deprimiert ist? Was ist ein deprimierter Spruch? Was würdet ihr sagen? Ich hasse ja mein Leben, XD. Oh. Peter. Nein, Peter. Peter. Hebst du auf. Setz davon. Peter. Hau mich nicht um. Ich dachte, da wäre mehr möglich, aber... Ich lag falsch. Johnny, was kratzt du dich? Rechtfertige dich. Guten Abend. Guten Abend, Jonas. Wie geht's dir? Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas Warmes. Der Johnny hat so viele Wünsche. Ich werde schauen, ob ich dir was verkaufen kann. Er hat so viele Wünsche. Willkommen. Oh, ich hätte gern... Oh, Fully hat einen Nebenjob. Was Warmes will der Johnny haben? Vielen Dank. Ich dachte mir, Johnny könnte sich auch
was die Besonderheiten der Bundesländer angeht, etwas sehr fortbilden und ein bisschen was über Bayern lernen. Übrigens, wusstest du schon, berührst du... Okay. Wo ist gerade bei der Arbeit? Das habe ich gesehen. Johnny. Guten Abend. Du wolltest ein Outfit? Mach dir keine Sorgen, ich habe genau das, was du willst. Die Krachleder der Methodentheker. Ein Master für echten bayerischen Burm. Die Krachleder der... Oh mein Gott, Krachleder. Was heißt das? Das ist super. Johnny, du bist jetzt ein bayerischer Burm. Ein Must-Have. Es gefällt ihm schon ein wenig. Das dachte ich mir, dass ihm das ein bisschen gefällt. Du siehst bezaubert aus, Johnny. Was macht er? Beobachten wir ihn ein bisschen. Beobachten wir ihn weniger. So, ich glaube, am heutigen Tage können wir ansonsten... Hier ist immer noch Rap-Battle. Ich will nicht noch ein Rap-Battle machen. Ist jemand am Strand? Wahrscheinlich ist jemand hier. Okay. Das bedeutet, wir werden mal eben das Spiel beenden. Oh, ich muss speichern davor. Und dann... Dann werde ich mal eben das Datum ändern. Und die Uhrzeit. Das müsste zumindest einfach so gehen. Das Spiel hat keine Animal Crossing Lügen Detection oder so. Bei Animal Crossing kann man es da, glaube ich, auch umstellen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Nur bei Paper Mario wurde man dafür bestraft. Allgemeine Einstellung. Das Datum, Uhrzeit. Momentane Uhrzeit. Oh. 5:51 Uhr. Klar, das wird schon stimmen. Welches Datum? Der 21. Okay. Du Schombler, du wartest gefängst seit Tagen, bevor du weiterspielst. Gott, ich liebe den normalen 3DS, der ist ja so langsam. Übrigens, wusst ihr, die Hersteller von der 3DS Capture Card sind pleite gegangen und es gibt schon länger keine mehr zu kaufen. Das heißt, wenn mein Capture 3DS kaputt geht, ich werde wohl keinen neuen mehr bekommen. Ich habe auf eBay einen gesehen für 700 Euro, das ist fantastisch. Außer von der KYS Me, 29 Monate, Reception, wie wir lieben Dank. Schau ich den Ladebildschirm an. System muss scheint verstellt worden zu sein. Fährst du fort, so kann die Sotanri Zeit auf der Insel verändern oder es taucht für einige Zeit keine neuen Waren in Geschäften oder Inseln auf. Fortfahren? Ja. Yeah. Oh, der Morgenmarkt. Diese Karotten sind wirklich lecker. Oh, Johnny! Geh doch nicht! Johnny! Johnny, nein! Ich habe versucht, den klassischen Geschmack traditioneller Anbieter zu kopieren. Fuck! Von Meryl, 3 Monate. Echte Kinder wissen den Wert dieses Artikels zu schätzen. Ilio muss doch was kaufen. Diese Karotten sind wirklich lecker. Er war kurz davor zuzuschlagen. Wäre jetzt funny, ein Mii. Oh, ich kann selber was kaufen. Ich will ein paar Karotten. Sagen wir 10 Stück. Vielen Dank. Bitte. Suchen wir erstmal die Jungs und sehen, was die so machen. Was macht Sheldon schon wieder? Oh, Johnny und Schmogimann wollen ja was spielen mit mir. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe gehört, dass Fully mit mir befreundet sein will. Oh. Wie schön. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden. Oh oh, Sheldon und Fully. Das ist ein Crossover. Bazinga. Und? Hat's gefunkt?
haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Okay. Freut mich. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Ein kleines Dankeschön? Ein Badeset! Typisch. Nichts Ungewöhnliches an der Front. Nichts Ungewöhnliches zu sehen. Was macht SpongeBob? Guten Tag. Guten Tag, SpongeBob. Ich wäre so gern mit Fully befreundet. Was zum Fick ist denn mit diesem Fully? Warum? Warum ist dieser Fully nur so charismatisch? Ich würde mich so gern mit ihm unterhalten. Nur worüber? Lustiges, Gerüchteküche, Intellektuelles, Ernsthaftes, Gerüchteküche. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihm. Jeder will mit Fully befreundet sein. Sogar SpongeBob und Sheldon. Aber sieht man nicht, worüber sie reden? Oh, das ist beschämend. Es ist gut gelaufen. Oh, shit. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Es ist einfach... Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Warum will jemand mit Johnny befreundet sein? Das macht mich traurig. Magenmittel. Sag mal, was wollt ihr mir alle damit sagen? Der eine gibt mir Hustensaft und der andere gibt mir ein Magenmittel. Was wollt ihr? Was ist euer scheiß Problem? Lass mich in Ruhe. Also, ich sollte noch Fanny reinholen, habe ich mir sagen lassen, weil es Karotten zu kaufen gibt. So erstaunt. Mika kann nicht importiert werden. Oh, wegen dem Namen! Der Mika kann wegen dem Namen nicht importiert werden, weil es, Fanny ist ein Slangwort für... irgendein britisches Slangwort für... Fotze oder was auch immer. Wir holen da noch jemand neuen dazu. Wir können Rocco noch dazu holen. Ja, wirklich, das ist, ich glaube, man kann auch keine Pokémon so nennen. Das ist einfach ein böses Wort. Das ist einfach nicht möglich. Wir können noch Pikachu holen, oder Luigi. Oder Bart. Oder Snoop Dogg. Holen wir Snoop, der ist cool. Der weiß, wie man das Leben lebt. Snoop. Snoop. Docke. Doc. Ja, der ist alt. Ich stoß den 70ern. Ich bin Snoop Dogg. Alle nennen mich Snoop. Ich bin Snoop Dogg. Ich bin Snoop Dogg. Ich bin Snoop. Ich bin Snoop Dogg. Ich bin Snoop. Ich bin Snoop Dogg. Alle nennen mich nur Snoop. Mein Geburtstag ist der 20. Oktober. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Okay. Langsam. Sanft. Kühl. Sorglos. Bisschen speziell. Ich dachte mir, er sollte eine Raucherstelle haben. Ah ja, ich kann die Aussprache reingeben. Fuck! Fuck, ich hab's wieder vergessen. Okay, Johnny, was kann ich für dich tun? Komm, spiel mit mir. Okay, Johnny, was willst du spielen? Der Lederhosentanz? So eine Bildersuche, dreh zwei Karten um und finde Paare. Okay. Das ist Huso. Das ist Fully. Das ist Huso. Shit! Das ist Huso. Oh, ich werde so verlieren. Das ist ein Paar. Das ist Chef. Das ist Fully. Schau mir nicht so an, John. Ich weiß, was du erwartet hast. Ich bin nicht gut darin. Das haben wir doch schon festgestellt. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal. Ja.
Und jetzt Klopapier. Sag mal, was wollt ihr denn alle von mir? Was soll das denn? Oh yes, Huso, bring dich in Form für die Ladies. Hör mal, ich glaube es. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für dich tun? Ich habe gehört, dass Sheldon mit mir befreundet sein will. Wirklich? Na gut. Du bist besser als das, Huso. Du bist besser als mit Sheldon befreundet zu sein. Ich heiße Noob und ich habe mich sehr unter Kontrolle. Okay. Weißt du, ich habe etwas verloren, das sehr wichtig für mich ist. Vielen, vielen Dank. Sag Bescheid, wenn du fündig wirst. Etwas verloren, das sehr wichtig für ihn ist. Schalt und Fully, das sind richtige Sportsfreunde. Wolfram, F-Worte, wie ist das Zitschen? Wie die ihm denken? Können einfach den ganzen Tag herumhängen und den Spaß ihres Lebens haben. Immer noch der Morgenmarkt, ist hier nicht? Ist hier nicht was Neues? Jemand am Strand? Oh, vielleicht hat Superstar verloren. Nein, hat er nicht. Wo sind all die anderen Dinge? Wir brauchen mehr Bewohner, damit mehr Dinge aufmachen. Okay, brauchen mehr Bewohner, Chat. Ich weiß nicht, wie ich dich umbenennen kann. Lass mich erstmal Maggie dazu holen. Maggie? Simpsons. Es wird Maggie ausgesprochen. Maggie. Sei jetzt zufrieden! Ist doch ein Baby. Ich hab 2017 geboren. Scheint mir richtig zu sein. Ich bin Maggie Simpsons. Nein. Ich bin Maggie Simpsons. 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 Handelt. Schnell, sehr direkt. Eher lebhaft. Relativ sorglos. Normal. Wer ist mit den Mies vom Chat? Zwinker-Smiley. Nein. Da ist was. Da ist was Neues. Eilmeldung. Was haben wir bekommen? Eilmeldung. Auch der Hutmacher wurde nun endlich auf. Der Hutmacher hat ich eröffnet. Ich habe mich nie besonders für Hüte interessiert, aber als ich gesehen habe, wie gut mir die hier stehen. Nun ja. Der Bulli. Kein Wunder, dass er so beliebt bei den Leuten ist. Er ist einfach. Er lebt einfach das Leben. Willkommen. Bärchen Haarclip. Jeans Cappy. Sehr, sehr verlockend. Ja, ich hätte das gerne. Vielen Dank. Der Bär für Fully. Du meinst Fully mit dem Bärchen? Hier für Streetpass kannst du Importwaren und Reisende von anderen Inseln empfangen. Ja, bei Streetpass, da wird nichts passieren. Ich möchte kein Streetpass einrichten, Mädchen. Süß. Leger. Ich möchte das Nachspeisen-Shirt. Das exportiere ich jetzt. Warum ist Smoky eigentlich so leise? Bin ich so leise? Wahrscheinlich, weil ich viel nach unten schaue. Sollte eigentlich nicht so leise sein, aber ich habe keine Ahnung. Noch eins? Ja. Okay, ja. Nein, was? Lass mich in Ruhe. Ich werde das Spiel auch zu leise. Oh!
Ah ja, ich wollte es nach dem Rap, ich wollte es noch beim Rap-Battle lauter stellen. Warum sagt das niemand? Jetzt sind wir bei der normalen Lautstärke. Ich soll... Oh, ich habe vergessen, das Leid zu stellen nach dem Rap-Battle. Einmeldung. Der Anleger auf Kalisland wurde eröffnet. Also, obwohl er jetzt die Nachrichten spricht. Zum Rest der Welt zu schaffen. Am Anlegertreffen im Ich hab's lauter gestellt, weil es ein Rap-Battle eigentlich vergessen ist, sehr leiser zu machen. Kannst du gleich die Adresse von Kali Island? Oh, im Putzer-Ozean, verstehe. Ja. Okay. Ja. Okay. Gut. Reise von anderen Inseln sind keine Reise von anderen Inseln. Ich würde sagen, wir speichern. Da werde ich mal eben den Namen von Funny Smee ändern. Damit der legal ist. Und dann werden wir noch einen Tag überspringen. Was zur Fick macht Maggie da? Das ist nicht okay. Wir brauchen mehr weibliche Mies, damit neue Dinge aufmachen. Der Fully, der grindet sein Leben. Er überlässt nichts dem Zufall. Es war Floss Dance? Nice. Übersicht. Bearbeiten. Funny. veröffentlichen und speichern? Klar. Okay. Perfekt, so. Dann lasse ich mal eben noch das Datum umstellen. Jetzt bräuchte ich so die Pfanne. allgemeine Einstellungen, Datum, Uhrzeit. Heutiges Datum. Ja. Ist okay, ist der 22. Uhrzeit. Wir gehen noch 2 Stunden nach vorn. Je nach Uhrzeit gibt es nämlich auch verschiedene Dinge zu sehen. Das Problem ist nur, es ist schwer, die Uhrzeit gezielt einzustellen, weil die Uhrzeit, die auf meinem 3DS eingestellt ist, irgendwie 8,5 Stunden anders ist als die Ingame-Uhrzeit. Naja, das normale 3DS, der braucht ein bisschen zum Laden. Okay. Bala, banap. Alter Rocco, yeah. Wir werden sie einfach noch ein, zwei Mies hinzufügen. Ich habe das Kind immer Animal Crossing gemacht. Wie süchtig konnte ich nur sein? Nein, wer will sowas nicht machen, wenn es die Möglichkeit gibt? Es sind Leute, die ohne das Pokémon schnell durchgespielt haben. Ich denke, sie sind Idioten. So, okay. Neuer Mii. Und dann sollten neue Dinge aufmaken. Im Idealfall. Mii Maker importieren. Funny ist doch erlaubt, oder? Moment, warte, ich will den Mii nicht editieren. Oh. Nein. Weiter. Funny. Funny. Funny und Nachname ist dann Frisch. Funny Frisch. Frisch. Spitzname Funny. 93, auch wenn es nicht richtig ist. Ich bin Funny Frisch. Ich bin Funny Frisch. Ich bin Funny Frisch. Alle nennen mich nur. Ich weiß auch nicht, warum die Augen da sind. Alle nennen mich nur Funny. Ich bin Funny Frisch. 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 Wir nehmen einfach das. Handelt schnell. Spricht sehr sanft. Relativ lebhaft. Denkweise ist vorsichtig. Halbwegs speziell, aber eher normal. Okay. Funny Frisch. Intellektuell, nimmt jede Aufgabe ernst, ist sehr schnell, sagt aber, was zu sagen ist, bricht geltende Regeln nur selten. Ey, ich glaube, das fasst den Charakter nicht gut zusammen. Jo, was haben wir hier? Einmeldung! Wir wünschen allen Bewohnern von Kalisland einen guten Tag. Ich möchte bekannt geben, dass die Mii-Nachrichten von nun an regelmäßig gesendet werden.
Neuigkeiten. Das ist schon wieder Fully! Aus der Region erfahrt ihr zuerst hier bei uns. Die neuesten Nachrichten senden wir um 7 Uhr morgens und um 19 Uhr abends. Oh. Verpasst sie also nicht. Oh, ich will sie nicht verpassen. Danke fürs Zuschauen. Ich will die Nachricht nicht verpassen. Wollt mich verarschen? Willkommen bei den Wii-Nachrichten um 1 Uhr. Das gewagte Experiment, im Weltall Donuts zu verspeisen, ist leider fehlgeschlagen. Oh nein! Bei der Suche nach dem Grund für den Fehlschlag stellte sich heraus, Babys dass die Astronautin Maggie alle Donuts bereits vor dem Start verspeist hatte. Oh Maggie, ganz der Vater. Sie war zu sehr mit den Startvorbereitungen beschäftigt und hatte deshalb das Mittagessen ausfallen lassen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Bin ich jetzt etwa im Fernsehen? Ich wäre auch gern mal in den Nachrichten zu sehen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Fultima Richard und das waren die Mii-Nachrichten um 1 Uhr. Warte, was war Fully jetzt alles? Er war im Klamottenladen, er war im Hutladen und er ist jetzt Moderator. Was zum Fick ist Fully nicht? Sleeptime, 20 Monate, Resurception, vielen Dank. Okay, schauen wir hier mal vorbei. Fully, was brennt dir auf dem Herzen? Guten Tag. Willst du die Gehaltserhöhung dafür, dass du der populärste Knabe auf der ganzen Insel bist? Oh, du hast ein Geschenk für mich. Oh, das ist doch... Auf der Rückseite ist Snoop eingraviert. Das ist doch die Bonk von Snoop. Willst du nicht lieber an Snoop zurückgeben? Ja, der ist schon auf dem Trockenen. Du hast es tatsächlich gefunden. Danke, du bist echt der Größte. Fully hat mein Zeug gefunden. Es war mir wirklich wichtig, dass dieses Teil zurückkommt. So ist ja Fully. Ein kleines Dankeschön. Selbstlos. Wenn er den Stoff von anderen findet, er behält ihn nicht einfach. Was ist das? Haarfärbespray. Oh, das ist sehr humorvoll. Fick dich doch selbst. Ich dachte, das ist Super Naruto Run. Johnny, was bist du so bedrückt? Guten Tag. Welchen Spitznamen würdest du dir selbst verpassen? Blitzmerkerle, Sportkanönchen, Sternschnüppi, Wurstpelle. Seien wir realistisch. Okay, du hast gewonnen. In Zukunft stelle ich wieder sinnvollere Fragen. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Außerdem von der Rock'n'Roller, Sitzmonte, Reception, vielen Dank. Okay, Lois, was drückt dir auf dem Herzen? Guten Tag. Ich bräuchte ein neues Haaraccessoire. Ich habe genau das, was du benötigst. Heb's auf. Sie. Ist eigentlich ein geplant, dass du Dankeschön. Uns Snoop Dogg an seinen Geburtstag vorstellst? Nein, Snoop Dogg hat heute Geburtstag? Yo, eine Nähmaschine. Frauen. Ich hoffe, dir gefällt dein Haar-Accessoire, Lois. Oh Gott, gehen wir zu Maggie. Ich bin Maggie und ich liebe Party. Oh Gott. Einige Nudeln mit Pesto wären jetzt echt lecker. Okay, Maggie. Dann holen wir dir ein paar Nudeln mit Pesto. Richtiger Partybär. Der, willkommen, Lagia. Willkommen. Lachsmüllerin. Wir haben kein Pesto hier. Wir sagen, wir holen Maggie die Grapefruit. Pink und fruchtig, spritzt ja kein Fruchtsaft in die Augen. Vielen Dank. Vielleicht werde ich genau das tun. Wie sieht der erste im Anime immer so gut aus? Das ist eine gute Frage. Ah, wollen wir zum Hafen mal hinschauen, so will? Aber man muss eine gewisse Menge an Probleme gelöst haben, damit neue Gebäude auftauchen. Stehe. Also das Problem ist, wir haben kein Pesto, Maggie.
Hast du den Grapefruit-Handschuh angezogen? Nein. Ich hab noch meine, du bekommst einen Hotdog. Der hat SpongeBob gemacht. Das gefällt sich so undankbar. Das Problem zählt da nicht als gelöst damit, nehme ich an. Hier ist jetzt nichts mehr los. Maggie ist gerade bei der Arbeit. Diese Kinder! Und Lagi hat ja Joghurt abgegiftet. Wie wir lieben Dank. Geht jemand am Strand? Niemand. Sehr schön. Was ist hier ein Markt oder so in dem zentralen Platz? Hier ist ebenfalls niemand. Wollen wir mich verarschen? Außer Unwets für uns als Mutter. Reception. Wie wir lieben Dank. Moment. Das ist ein Plan. Wann hier Events sind. Oh. Wörterkette, 17:30 bis 18:30. Ich weiß ja nicht, wann das ist in dem Spiel. Hast du eigentlich Kaktusfeigehandschuhe besorgt? Ja, was ich dazu sagen wollte. Es gibt nicht direkt Kaktusfeigehandschuhe, aber es gibt Kakteenhandschuhe. Beziehungsweise Kaktushandschuhe. Das heißt, das ist eine Sache, die wirklich existiert. Und jetzt 13:45 Uhr. Das heißt, wir stellen die Uhr 4 Stunden vor und dann können wir eine Reimkette sehen. Schau ich Johnny an. Das ist mein Spirit Animal. So, die Stacheln dann nach innen oder außen? Stacheln bohren sich direkt in die Pulsadern. Bonus BC, 19 Monate, Reception. Wie wir ihm danken, geht zum Steg. Ach ja, könnte ich auch noch hinschauen. Lass mich erstmal die Zeit umstellen. Handschuhe aus oder für Kakteen? Für Kakteen. Damit sie den Mensch nicht anfassen müssen. 1, 2, 3, 4. Okay. Lass kurz zu Träumen deiner Bewohner gucken. Oh shit. Dann sollten wir mal auf Nacht stellen. Und dann sehen, was wir alles sehen werden. Gott, ich will ein capturefähigen New 3DS. Der wäre so viel schneller. Eines Tages werde ich einen haben. Eines schönen Tages. Ja. Aber nicht heute. Irgendwann also nie. Der Hersteller von ist pleite, Lagia. Das heißt, zum Glück erwischt man noch ein unfassbar überteuertes Modell auf eBay. Ansonsten bekommt man keine mehr. Ja, also nie. Ja, ja. Oh, Ereignis. Yes, Wörterkette, Wettbewerb. Zeig mir den guten Stoff. Wortkette mit allem. Und los. Okay. Funny gegen Sheldon. Blumenkerne. Ball. Instant-Nudeln. NES. Was? Schraube. Was machen die da? Eichel. Eiche. Leitungswasser. Was soll das denn? Rosinenschnecke. Oh, der letzte Buchstabe von dem Wort. Eiswaffel. Oh. Laktoseintoleranz. Oh. Espresso. Origami-Kranich. Als ob das als ein Wort zählt. Hummus. Speck. Speck. Wie lange geht das Ganze jetzt noch? Kieselstein. Kieselstein. Nudeln mit Pesto. Nudeln mit Pesto. Das ist kein... Wollt ihr mich verarschen? Ich gehe jetzt. Nudeln mit Pesto ist kein Wort. Wie könnte ich einfach fucking Nudeln mit Pesto? Oh, was ist dein Lieblingswort? Mein Lieblingswort ist Nudeln mit Pesto. So, und das ist der Hafen. Mir gibt's nichts. Das für Streetpass-Zeug. Okay, hat jemand Probleme? Mir gefällt das überhaupt nicht. Wirklich, jemand hat Probleme? Stohlen.
Oh, Fully, siehst gut aus, so muskulös. Oh, danke, du aber auch. Fanny ist hier. Hallo, Fanny, oh Gott. Ich heiße Fanny. Ich nehm's mit Regeln sehr genau. Nichts hält ewig. Das ist wohl wahr. Okay. Ziemlich aufregend. Nichts hält ewig. Gehen wir hier rein. Hier ist nichts. Fuck! Wollen wir auf Nacht stellen und sehen, ob wir ein paar Träume sehen? Ich weiß nämlich ansonsten gerade nicht, was wir alles so machen könnten. Scheint nicht allzu viel los zu sein zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, schauen wir, ein paar Träume finden. Oh, Snoop! So elegant! So grazil! Wahnsinn! Einfach herrlich. Einfach herrlich. So, wir sollten weitere 4 Stunden in die Zukunft gehen dafür. Ne, Moment, eher 6 Stunden. Einstellungen. Das Gefühl, ich verbringe zu viel Zeit in den Einstellungen. Allgemeine Einstellungen. Datum, Uhrzeit. Uhrzeit. So, es war gerade 17.45 Uhr oder so im Spiel. Das heißt, wir gehen. Dann machen wir die 6 Stunden. Sollte passen. Für den 48-Jährigen springt Snoopy aber noch grazil umher. So, 48. Yo, mit 48 Jahren musst du noch fast 20 Jahre lang arbeiten. Tu nicht so, als ob man da nicht mehr springen könnte. Du hast ja gefälligst noch für 20 Jahre springen zu können. Ich meine, tatsächlich ist das generell mit dem Arbeiten aufhören ein großes Problem. Was für sehr viele Probleme mit Leuten im Alter führt, weil sie das Gefühl haben, dass sie keinen Zweck mehr in ihrem Leben haben, aber das ist vollkommen okay. Und sie sterben deswegen auch früher. Aber vielleicht ist das der Plan von denen da oben. Kannst du auch Ingame-Zeit verstellen, wenn ich richtig liege? Kann man? Oh, es gibt was Neues in den Nachrichten zu sehen. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 11 Uhr. Wenn du in letzter Zeit etwas auf dem Herzen hattest, dann wird dich diese Geschichte interessieren. Der selbsternannte Wahrsageprofi Jonny macht so manchen mit so genauen Vorhersagen Angst. Jemand namens Hoso sagte, er sei von ihrer Exaktheit schockiert gewesen. Ich bin sehr schockiert gerade. Aber er suchte noch während der Sitzung das Zweite, als es so richtig unheimlich wurde. Die Sitzung bezahlte er später mit einem Scheck per Post. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Oh, ich sollte mir das Lachen verkneifen. Nun gut. Als ob Fully jetzt auch noch interviewt wurde. Warum ist Fully immer... Was macht er immer? Er ist einfach überall. Er ist ein Star. Okay, schauen wir, ob jemand schläft. Oh, da ist eine Menge los gerade. Huso, was brennt dir auf dem Herzen? Guten Abend. Ich wäre so gern mit Jonny befreundet. Wer nicht? Ich stell dich vor. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihm rede? Bewundernd, aufmerksam, zuverlässig, höflich. Bewundernd. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihm. Okay. Sind Fully und Jonny hier schon befreundet? Hoffen wir, dass es gut ausgeht. Aber ich meine, wer kann jemanden nicht leiden, der zu euch nach Hause kommt und euch dann bewundert? Oh, das hat gut geklappt, das ist gut gelaufen. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Neuer Level! Oh, Husos Level 2!
Oh, wir können ihm Lied beibringen. Zeig uns, was du... Du musst dich fürs Rap-Battle vorbereiten. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Badeset. Das ist das zweite Mal, dass ich ein Badeset bekomme. Du kannst ab jetzt Liedsymbol verwenden. Berühre es, wenn dir Huso ein Lied singen soll. Oh, wir haben das Opernhaus. Sehe ich das richtig? Oh mein Gott. Möbelhaus? Verstehe. Lass mich in Ruhe. Ein Möbelhaus? Nicht ganz, das ist... Das ist das Opernhaus! Oh! Eilmeldung. So ein Schlafanzug an? Als Antwort auf den Wunsch einiger... So ein Schlafanzug, oder? Das Herz aus dem Leib. Wurde heute... Jo, die Konzerthalle ist offen. Und noch was! Okay, weißt du was? Wir haben genug. Ranglisten. Jo, die Ranglisten. Da, ich glaube, Fully wird überall bei den Ranglisten auf Platz 1 sein. Schauen wir uns das zuerst an. Natürlich wechseln der Angaben zu Körper, Geist und Glück, mir Geburtstag im Profil erforderlich. Fitnessrang. Das ist gar nicht mal so unrealistisch. Fully ist auf Platz 2. Warum ist Fully bei den Sachen Fitness auf Platz 2? Gott. War mich jetzt schon wütend. Ich gehe jetzt wieder. So, was gibt's hier noch alles zu erledigen? Okay, Huso, was gibt es? Willst du uns ein Lied vorspielen? Magst du etwas spielen? Klar, spielen wir was. Silhouettenquiz. Welches Item? Okay. Die erste Silhouette. Die erste Silhouette. Was wird es wohl sein? Taschenuhr. Die richtige Antwort ist... Es war eine Taschenuhr. Weiter. Die zweite Silhouette. Was wird es wohl sein? Risotto. Die richtige Antwort ist... Es war ein Risotto. Es ist Pomelo von oben. Und die letzte Silhouette. Was wird es wohl sein? Das ist ein Röhrenfernseher, mein Bruder. Competitive Smash-Spieler werden sich darum reißen. Und Retro-Gamer. Das heißt, das ist, kann durchaus wertvoll sein. Such dir einen aus. Mitte. Der rechten Box hat noch eine Box. Pfannenwender! Ich weiß, wer sich darüber freuen wird! Spongebob ist wieder bei Fully zu Besuch. Funny? Nein. Siehst du das? 15 Monate. Reception. Baby, lieben Dank. Was gibt's, Fully? Ich habe Hunger. Du hast immer Hunger. Wie wär's mit einer Grapefruit? Ich putze dir keinen Fruchtsaft in die Augen. Das hat den Magen aber nicht viel gefüllt. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Haarfärbespray. Das ist das zweite Mal. So, ist jetzt der Spongebob wieder zurück? Nein. Spongebob! Oh, Spongebob hat auch ein Problem? Okay, was ist dein Problem, Spongebob? Guten Abend. Guten Abend. Ich brauche einen neuen Hut. Hab keinen Hut für dich. Ich habe was anderes. Wo sehe ich den Pfannenwender oder ist er hier nicht? Ich glaube, da ist kein Pfannenwender. Oh, fuck. Okay. Wir hören jetzt noch Husos Lied an und danach gehen wir zur Konzerthalle. Was haltet ihr davon? Okay.
Wir müssen es umschreiben. Yo, Mann, Nick. Yo, Mann. Yo, Mann. Das fetzt. Okay. Mit dem Kopf? Nein, 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 nein. Das fetzt. So. Richtig. Bruder. Punkt. Das fetzt so richtig, Bruder. Wisst ihr was? Wir hören es einfach mal so an. Ich habe keine Lust, das jetzt umzuschreiben. Oh, Berlin, was geht ab? Moment. Aufhören. Hört auf. Wir müssen das erst noch weiterhören. Platte mit jetzt mit 4 Tracks. Nein, 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 nein. Moment. Berlin. Was geht ab? Wo ist das Fragezeichen? Da. Okay. Nick mit dem Kopf. Du machst das fest. So richtig, Bruder. Ich bin im Tiraptornado. Sind denn alle Pilleteile? Alle haben nur noch Schlager. Oh, doch fuck. Meine Platten. Hier ist doch hier. Wollt es auf Berlin, was geht ab? Ihr wollt es auch, Berlin, was geht ab? Sick Word, 3 Monate, Resortzipschen, wie lieben Dank. Okay, können wir noch jemanden auf Level 2 bringen, um ihm ein anderes Lied beizubringen? Snoop, was geht mit dir ab? Guten Abend. Ich habe Hunger. Oh, ihr habt alle immer Hunger. Ich weiß, wir gehen jetzt noch was Vernünftiges zum Essen kaufen. Im Supermarkt. Willkommen. Yo. Es gibt was richtiges Leckeres. Salat? Nein. Vielen Dank. Das ist. Das esse ich nicht. Sauer Milch ist das. Apartments. Wir werden gleich zum Konzert kommen. Stengel Bengel 95. Oh, das ist ein Name, der von der Zunge rollt. Frischer Zwitschen, vielen lieben Dank. So. Du bekommst was richtig Gutes. Sitz da von meinem Bruder. Yeah. Das sagte ich mir, dass du es lecker fandest. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Magenmittel. Was zum Fick, warum schenkt die mir alle Magenmittel? Was soll das denn? Okay, Konzerthalle. Moment, können wir da jetzt schon so alles auftreten oder muss dafür jemand auf Level 2 sein? Solo singen. Oh, es kann nur. Der kann auch nur das eine machen. Er kann. Shit. Shit, damit wir mehr machen können, müssen wir. Oh, mehr freischalten. Fuck! Möbelhaus, können wir hier was kaufen? Willkommen. Farben allerlei. Das ist teuer, Landhaus. Bergwelten sind aber unbezahlbar. Blumenmuster? Vielen Dank. Vielen Dank. Zwei Mittel wollen ab und zu die Bewohner. Ich meine, das will ich hoffen. Ich will es nämlich nicht. Das Gefühl, die schlafen auch noch nicht so ganz. Wieso? Du bekommst aber erstmal eine wunderschöne Wohnung. Willkommen. Neue Deko, schön, mein Bruder. Das Ebenbild von mir zu Gast zu haben. Wie schön, das Ebenbild von mir als Gast zu haben. Ganz meine Meinung.
Danke für die neue Einrichtung. Ist wirklich sehr individuell. Übrigens, willst du dich vielleicht noch etwas umschauen? Ja, klar. Das ist meine Putze. Hey, ich. Oh, das ist... Jetzt wäre ich gerade wirklich da. Sehr hübsch. Sehr hübsch, ja. Ja, das gefällt mir. Ja, in der Tat. Ich werde pfleglich damit umgehen. Okay. So, wem könnten wir... Kann ich mir die Träume jetzt schon anschauen oder muss ich erst warten, bis da dann ein extra Symbol ist? Oma, man will sich ja wohlfühlen, das stimmt. Sie ist leider verstorben. Heute gehe ich nicht ins Bett. Maggie! Ich wünsche mir einen neuen Hut. Einen richtig schönen, niedlichen Hut. Okay, neuer Hut wird erledigt. Ich mag Maggie nicht. Maggie ist so eine richtige Diva. Das gefällt mir auf so vielen der Ebenen nicht. Willkommen. Da war das Symbol für Träume. Oh. Ich möchte nicht dieses Babyteil kaufen, sieht schrecklich aus. Wir kaufen den Bärchenhaken. Vielen Dank. Ich meine, komm schon, wir können nicht das andere. Das wär dumm. Und dann werden wir ein paar Träume aufsuchen. Heute gehe ich nicht ins Bett. Das werden wir sehen, wenn du deine Bärchenhaarclip angelegt hast, Maggie. Hier ein Geschenk für dich. Okay. Also. Was träumt Johnny? Das ist kein Traumsymbol. Okay. Okay, ich habe das Traumsymbol gesehen. Jemand ist am Strand, wirklich? Da! Ist es wieder Fuddy? Nein, das ist Sheldon. Oder? Ja. Ich bin wohl etwas erschöpft. Das sind sehr bizarre Träume. Ah. Ein Gullideckel. Danke, Sheldon. Lois. Zeig uns deinen Traum. Oh, eine Marionette. Was war denn das für ein Traum? Fanny ist am Strand. Was macht Fanny um die Uhrzeit am Strand? Okay, gehen wir gleich zum Strand. Aber erstmal, was träumt Huso? Oh Gott. Hey. Hi. Das ist auf so vielen Ebenen so seltsam. Hallo. Oh. Oh. Figur noch da herumstehen. Ich bin auch sehr eingeschüchtert. Ich meine, das war fucking unerwartet. Außerdem von der nicht Niklas, 6 Monate Reception. Wie lieben Dank. Und wir bekommen eine Überwachungskamera. Ja, sie gibt Sinn. Also zum Strand.
Oh shit, wir haben was Neues. Wir haben was Neues. Eilmeldung. Darauf haben alle gewartet. Das Pfandhaus wurde auf Kalisand eröffnet. Wenn ihr Gegenstände habt, die ihr nicht mehr benötigt. Oh, hier kann man Sachen verkaufen, okay. Stehe. Okay, Pfanny, was machst du am Strand? Ich glaube, sie ist einfach nur traurig. Okay, dann gehe ich jetzt wieder. Das war deprimierend. Strand-Event. Das war das größte Event von allen. Willkommen. Gibt es irgendwelche Dinge, die du nicht mehr brauchst? Nein, gibt es nicht. Tröd! Tor! Beste Wahl für Sicherheit daheim. Anschalten nicht vergessen. Perfekt geeignet zum Wenden von Frikadellen oder Bratkartoffeln. Bewegt sich in richtigen Händen wie ein echter, lebendiger Mensch. Oh Gott. Extra flauschig, extra reißfest. Zweilagig für jeden Hauttyp. Zweilagig! Das ist nicht extra reißfest. Lassen sich sammeln wie Briefmarken, wenn man es drauf anlegt. Wir kaufen den Gullideckel für 50. Oh, die Marionette auch hier. Oh, das ist richtig viel wert. Überwachungskamera, oh mein Gott. Nein, die Vuvuzela habe ich behalten. Vielen Dank. Macht tröd. Sonst gibt es, glaube ich, aktuell wieder nur bedingt viel zu erledigen. So, kann man auch in-game die Uhrzeit umstellen? Wahrscheinlich nicht. Oh doch. Was, wenn ich 8 Uhr morgens jetzt mache? Oh, dann können Bewohner 24 Stunden lang kein Geld mehr spenden. Ich denke, das ist okay. Damit kann ich, denke ich, leben. Ja, das erleichtert das Ganze ungemein. Ist man hier noch am Strand? Oh, okay. Lass dich nicht stören. Brauchst ein bisschen Zeit für dich, ich sehe das schon. Jeder war mal in der Situation. Morgenmarkt. Diese Karotten sind wirklich lecker. Fully Arbeitstier. Oh, zurück vom Manchmal Strand, wie ich sehe. Manchmal kommen auch echte Promis bei uns einkaufen. Guten Morgen. Willkommen. Ich will keine Karotten. Was? Du willst also gar nichts kaufen? Oh Gott, ich gehe jetzt. Also, gibt's hier jemanden mit Probleme? Yeah, SpongeBob. Was Problem, SpongeBob? Das sehe ich doch von hier aus. Wer will vorgeschmierte Karotten kaufen? Guten Morgen, Ebenbild von Huso. Fett dich doch selbst, SpongeBob. Was ist dein Problem? Ich brauche einen neuen Hut. Ebenbild von Huso. Johnny, was kann ich für dich tun? Endlich wird es wieder etwas kühler. Ich habe gehört, dass Noob mit mir befreundet sein will. Das habe ich auch gehört, Johnny. Wie schön. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden. Ja, yep, rüber zu ihm. Ich hoffe, es wird gut rausgehen für die beiden. Johnny und Snoop Dogg, das ist halt so... Das ist ein Crossover, mit dem ich nie gerechnet hätte, ehrlich gesagt. Das hätte ich mir nicht vorgestellt. Es ist gut gelaufen, wie jedes Mal. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Oh, shit. Yes! Oh, Johnny, du wirst ein Lied lernen. Johnny ist der Musical-Typ. Gibt's auch mal Beef zwischen den Mies? Ein kleines Dankeschön. Eine Spieluhr, danke. Jetzt lass uns das Lied üben, Johnny.
schon mal geliebt, mit so viel Elan. Warst du schon mal allein, völlig ohne Plan? Ja, jeden Tag. Dann weißt du, was ich mein. Ich erzähl dir, wie es ist. Wir sind die Größen hier. Und zwar nur wir zwei. So ist es nun einmal und alles andere einerlei. Und alles andere einerlei. Okay. Wollen wir den Text umändern? Hast du schon mal geliebt? Worum sollte es in dem Lied gehen? Worum sollte es in dem Lied gehen? Weil was würdet ihr sagen? Obwohl ihn in seinem Lied hätte um Bier epischer Dark Souls Song. Trauer. Warst du schon mal traurig? So, dass es weh tut. So, dass es weh tut. Warst schon mal allein, völlig ohne Plan. Schon mal allein. Allein. Nein, schon mal allein. Komma. Wir sind allein. Das habe ich mir selbst ausgedacht, falls ihr euch wundert. Okay, wir sind allein. Dann weißt du, was ich meine. Dann weißt du, was ich meine. Wie mache ich am besten weiter? Tränen fließen in Massen, Komma. Tränen fließen in Massen. Ich glaube, ich würde nichts verpassen. Das ist zu viel. Moment. Ich würde nichts verpassen. Mein Herz schreit vor Schmerz. Mein Herz schreit vor Schmerz. Das ist doch ein Scherz, nein, das ist kein guter Reim. Außer von der Plomper 7 Monate und von der Cryox 3 Monate. Resolution, vielen lieben Dank. Schmerz. Machen wir was, was offen ist. Was soll ich nur tun? Moment, und bei was das letzte angeht, da würde ich ganz gerne, dass ihr euch überraschen lasst. Deswegen
Ich meine, komm schon, ihr müsst noch ein bisschen eine Überraschung haben. Okay, letzte Zeile. Warum sind da Pommes? Sind die ganze Zeit Pommes. Okay. Nur wir zwei. Warst du schon mal traurig? So, dass es weh tut. Warst du schon mal allein? Allein, wir sind allein. Tränen fließen in Massen. Ich würde nichts verpassen. Mein Herz schreit vor Schmerz. Was soll ich nur tun? Berlin, was geht ab? Mal lernen. Ich würde die Erinnerung gerne speichern. Meinem Herz, verzeih mir, wenn ich was falsch geschrieben habe. Okay, ich denke, Johnny ist ist musikalisch sehr begabt. Oh, Fanny. Fanny, was du willst mal mit uns interagieren? Das ist was Neues. Komm, spiel mit mir. Okay, was spielen wir? Pixel Quiz. Das erste verpixelte Item. Was könnte es wohl sein? Schokoladenbrot. Und die Lösung ist. Es war ein Schokoladenbrot. Schokoladenbrot. Das zweite verpixelte Item. Was könnte es wohl sein? Grüntee. Und die Lösung Der ist grün. Es war ein Grüntee. Das letzte verpixelte Item. Was könnte es wohl sein? Ich tippe auf Prosciutto, ich bin mir nicht sicher. Komm schon, gib mir mehr Tipps. Und die Lösung ist... Es war ein Prosciutto. Ich meine, ich wusste ja nicht, wie der Kampfroboter aussieht. Glückwunsch. Such dir einen aus. Das wird dann dein Preis. Kleine Box. Na, Eichel! Danke. Geh ich mir gewünscht. Oh, du hast noch ein Problem? Sieh schon, mit Fanny ist heute der Hochbetrieb. Guten Morgen. Ich würde gern niesen, aber es geht irgendwie nicht. Oh, das Problem hatte ich am Samstag so sehr. Am Freitag ist meine Nase unglaublich verstopft, weil ich helfe dir. Oh, okay. So, kann ich dafür eigentlich... Warte mal, lass mich dafür mal... Lass ich dafür eine zweite Szene machen. Komm schon. Nein! Oh, das ist so unbefriedigend. Komm schon, Nies. Willst du dich verarschen? Nein, jetzt ist es weg. Was? Also... Das hat irgendwie nicht geholfen. Das sehe ich. Das war fürchterlich. Das Schlimmste. Huso, was liegt dir auf dem Herzen? Guten Morgen, Ebenbild von mir. Hallo. Ich wäre so gern mit Fanny befreundet. Okay, ich stell dich vor. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihr rede? Oh, da kann ich dir helfen. Bewundert, aufmerksam, zuverlässig, höflich. Höflich. Höflichkeit ist sehr, sehr wichtig. Ich gehe sofort los und rede mit ihr. Für jemand, der sich so sehr an die Regeln hält wie Fanny. Hallo. Thank you.
Das Game ist etwas zu meta. Wie ist es gelaufen? Ist gut gelaufen. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Dann gib mir ein Geschenk. Ja, wir haben so viel Geld, wir können neue Wohnungseinrichtung kaufen. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ventilator, yes! Yes! Und von da kriegen Transmorter, Resurception, wie wir lieben Dank. Maggie? Oh, ich will nicht Maggies Probleme hören. Sheldon auch nicht. Geh mit zu Maggie. Ich bereue es, Sheldon reingenommen zu haben. Irgendwie ist er nicht lustig. Guten Morgen. Ich mag Sheldon am wenigsten. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas Cooles. Oh mein fucking Gott. Maggie. Ich hasse Maggie. Also wie der echte Sheldon. Ja. neues Thema. Der Resurrection. Vielen Dank. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Okay, zweimal Klamotten. Kommen sofort, schmeiß ihn raus. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Nimm noch Mario rein. Ich hätte noch Luigi. Ach, der Morgenmarkt. Boutique. Willkommen. Ah, Fanny kauft was Neues, wie ich sehe. Na, Twitter-Outfit. Auf das Landwirt-Outfit. Rugby-Shirt. Das will ich haben, das gefällt mir. Dann brauchen wir noch irgendwas für. Was wäre für Maggie angemessen? Was tragen Babys? Mullkleid. Gib mir das Mullkleid. Ein Ballett-Oberteil. Ich weiß nicht, wofür, für den Fall der Fälle, wenn wir es noch brauchen. Strampler? Die haben keinen Strampler, leider. Jetzt würde ich den Fully geben. Also. Oh Gott, ich will da nicht rein. Warum hat er keinen Peter Lustig nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen gesehen. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Nein, 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 du bekommst. Hier, Sheldon, das hast du verdient. Zeig, was du drauf hast, mein Bruder. Lass uns dem Konzert lauschen. Oh, das ist ziemlich mad, habe ich das Gefühl. Seid ihr bereit? Flammen des Feuers! Schreit mal Venus, mach auf, was für du willst. Schleich dich Schuppenfein, was kann bei meiner Seele? Kopfnuss, drauf geht, Ausschub machst du. Ich schwör, Winden, nimmer Satz mit. Kopfnuss, drauf geht. Yo, Sheldon, mein Bruder, das ist sick. Das war das Beste bisher. Ich denke auch. So, dann Maggie wollte noch was Neues. Aus Schuppen mach Suppen. Yes. Guten Morgen. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas Cooles. Hier, das ist doch ziemlich cool. Sehr mädchenhaft, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es cool genug wird, ehrlich gesagt. Das ist das Problem daran. Oh, Maggie gefällt was nicht. Das ist ja eine Überraschung.
Okay, SpongeBob oder wie manche Leute sagen pflegen, SpongeBob. Guten Morgen. Guten Morgen, SpongeBob. Bist fast Level 2. Ich brauche einen neuen Hut. Einen neuen Hut? Kommt sofort. Ein Krabbenburger-Braterhut. Was gerade eine Referenz zu Raindrop Drop Top? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt darauf antworte. Ich habe schon eine Theorie, wer am Strand ist. Oh. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich damit gerechnet habe. Hut mit dem Anker, das wäre das Beste. Also, was für Hüte können wir für SpongeBob kaufen? Die haben halt wirklich nicht viel. Geben wir ihm das. Da. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, SpongeBob. Schau sogar, dass Meg zum Strand geht. Ich habe nicht nachgeschaut. Ich schaue hier immer zwischen zwei Bildschirmen hin und her, von nach oben und nach unten. Da entgehen mir ein, zwei Dinge. Hier, James. Oh, das sieht so shit aus. Viel Spaß mit SpongeBob. Deutschrap, Moggy. Verstehe ich nicht. So, was mir gefällt, die Mütze. Ich glaube, die ist ziemlich gut. Wir können euer Lied lernen. So, Leute meinten, ich sollte die Oper holen. Machen wir die Opa. SpongeBob sieht das aus wie sein Synchronsprecher. Sieht das aus wie. Was ist denn Santiago? Sieht ein bisschen so aus wie er jetzt irgendwie. Ich weiß nicht. Opa? Oh, großer Schmerz, nichts bleibt zurück. Oh Gott. So dramatisch, Leid und Liebe. Schmerz, nichts bleibt zurück, nur Not und Pein. Ich wein allein, soll nun das mein Schicksal sein. Du kommst zurück, jetzt bist du hier. Warum ist einerlei? Ich weiß, wir zwei sind jetzt frei. Unser Ziel ist nun greifbar. Das war komplett shit. Phil Tagt und danach noch hören. Das hat mir am wenigsten gefallen von allen bisher, ehrlich gesagt. Das war wunderschön, wirklich? Das ist, ob ihr es gut findet. Niemand hat Probleme. SpongeBob Naruto Run, das ist vollkommen okay. Oh, es gibt neue Nachrichten. Weiß ich, was gibt's Neues zu wissen über die Gegend? Willkommen bei den Nachrichten um 8 Uhr. Es gibt schon lange Gerüchte über ein Sumpfmonster in Milfoisi. Diese Gerüchte haben sich jetzt als wahr erwiesen. Während ihres Familienausflugs zum Milfoisi fühlte sich Fanny beobachtet. Und erblickte plötzlich das Monster, als es aus dem Wasser auftauchte. Das ist scheiß beängstigend. Offenbar hatte das Monster es auf das Essen von Fanny und ihrer Familie abgesehen. Oh oh. Kurz danach war es auch schon wieder im Wasser verschwunden. Wie es scheint, sieht das Monster genau wie Magie aus. Sieht genau wie Magie aus. Wir haben einige Inselbewohner nach Jonas ihrer Amazonas. Meinung gefragt. Ja, das ist echt erstaunlich, vermute ich mal. Genau wie ich es vorher gesagt habe. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Spongebob Schwammkopf und das waren die Mii-Nachrichten um 8 Uhr. Spongebob Schwammkopf. Gut, dann würde ich sagen, wir speichern und dann verstellen wir die Zeit noch ein bisschen. Oh Gott. Dann schauen wir, ob wir noch. Oh, schau ich den Tanz an. Wir schauen, ob wir noch ein Mii auf Level 2 bekommen, damit wir ein Techno-Lied hören können. Also, wir sind fertig für heute. Weil mein Hals ist, auch nicht. Wird nicht besser. Naja, dann sind wir fertig für heute. Ich will nur noch das Techno-Lied hören. Ba-ba-da-ba-ba.
Oder gibt's sonst noch irgendwas, was ich unbedingt sehen sollte? Ich will die, Kann ich das Atom ändern? Wird der neue HP Baxter? Ich hoffe doch. Dann finden wir heraus, wie viel der Fisch ist. Wirklich? Ist es nichts passiert? Wer ist am Strand? Sehe ich schon. Aufregend. Es gibt übrigens eine neue Mii-Nachricht. Schauen wir die noch an. Willkommen bei den Mii-Nachrichten. Der Anzug steht dir. Auf Kalisland ist das Klettern auf Bäume derzeit schwer in Mode. Das Klettern auf Bäume wurde so populär, weil es fit hält und den Geist in Einklang mit der Natur bringt. Magier, die selbst täglich auf Bäume klettert, erklärt das Phänomen. Es fühlt sich einfach gut an, dort draußen unterwegs zu sein und sich an den Bäumen festzuhalten. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich möchte nicht im Fernsehen zu sehen sein. Sitz mit der Kamera bitte. Ich bin ja so aufgeregt. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Jonas Amazonas und das waren die Mii-Nachrichten um 3 Uhr. Ich möchte nicht im Fernsehen zu sehen sein. Geht sie bitte mit der Kamera weg. Das ist so fick. Was soll man denn jetzt davon halten? Was machen die beiden? Schlottert. Mach doch die Heizung an, Fully. Dein Gast ist kalt. Was zum Fick machen die beiden? Was machen die denn? Oh Gott. Ich glaube, sie warten darauf, dass sie, Sie sind einfach in Sheldons Zimmer gegangen. Irgendwann funny. Was ist dein Problem? Danke. Jetzt ist der Schluck auf weg. Bitte. Sieh dir bitte mal meinen Kopf genauer an. Okay. Alles klar. Schauen wir uns den Kopf genauer an. So, so. Darüber denke ich gerade nach. Ah. Okay. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Ah, kann ich jetzt gehen? Eine Kamera. Was hattest du mit diesem Regenschirm auf sich? Oh Mann, warum sind die alle krank aktuell? Guten Tag. Ich brauche einen neuen Hut. Nein, brauchst du nicht! Weißt du was? Nein, wir gehen jetzt schon. Nein, dein Hut ist perfekt. Du brauchst keinen neuen Hut. Snoop, sollte Snoop nicht auch bald Level 2 sein oder so? Guten Tag. Sally, hast du ein Haustier? Ebenbild von Hoso. Ach komm, das sagst du doch jetzt nur so, oder? Jeder mag Tiere. Hey! Das ist aber nicht allzu effizient. Ich habe keine Haustiere, Tiere sind doof. Ich will Johnny nicht neuen Hut geben. Ich denke, Johnnys Hut ist perfekt für das, was er ist. Zentrale Platz, ist hier irgendwas? Können wir nochmal ein Rap-Battle machen? Wann ist Rap-Battle? Warte, gibt's auch am Strand-Events? Dieser Fully! Was macht er jetzt schon wieder? Ich kann, wie schnell der ist.
Und er ist weg. Nein, er dreht doch eine Runde. Ist ja Fully. Sich aufzuhalten. Oh oh, ich sehe ja noch ein Problemchen. Das war sehr wenig Bart für Fully. Das ist Fully's Meme. Mach mir keine Vorwürfe. Ich hab den nicht gemacht. Guten Tag. Hallo, Lois. Peter. Ich hab Lust auf Brot. Hätte ich doch welches zu essen. Du hast Lust auf Brot? Was für ein Zufall. Ich hab die beste Brotsorte von allen. Toastbrot. Komm schon, Level 2. Fuck! Fuck, es ist fast Level 2. Es fehlt aber noch was. Toast ist die niedrigste Art von Brot? Nein, Toast ist ziemlich sick. Gibt's neue Ranglisten? Schenke einfach was, das funktioniert auch. Fitnessrang. Fahren hier immer noch auf Platz 1. Lois auf Platz 2. Maggie ganz unten. Ich meine, sie ist ein Baby, muss man fairerweise sagen. Okay, das mit den Schenken sollte unser Leben dann ungemein erleichtern. Ding dong. Was schenken wir Lois am besten? Guten Tag. Nähmaschine. Hier. Da muss ich doch gleich was Schönes nähen. Ja, dachte ich mir. Zeig mal, was du nähen kannst. Dieses Outfit wird richtig weich und warm. Du wirst es lieben. Ich werde es lieben. Du wirst deinen Augen nicht trauen, wenn du das Ergebnis siehst. Ich traue meinen Augen schon jetzt nicht. Und fertig. Ha. Ohne mich zu loben, das habe ich wirklich gut gemacht. Was soll man denn jetzt davon halten? Wir werden noch die anderen Gegenstände den Leuten übrigens geben, wenn wir gerade dabei sind, nachdem sie da immer was Spezielles machen. Das will ich nicht noch sehen. Aber erstmal gehen wir jetzt in die Disse. Und werden sehen, was wir alles hören können. Seid ihr bereit für Operation Robodachi? Operation Robodachi. Oh, fuck. Wenn ich mal wirklich fertig bin, dann bring mir eins die Power zurück. Und das ist das. Wildes Robote tanzen, ich bleib auf Boden. Die ganze Nacht durch, ich werd nicht müde. Ja, yeah, das ist der Stoff. Durch die Tanzmuster an. Ist nur leckeres Zeug, keine Stunde Robodachi. Ich esse nur leckeres Zeug, keiner stoppt den Roboter. Was hatte das mit dem leckeren Zeug mit irgendwas zu tun? Also, was hatten wir sonst noch an Gegenständen? Oh. Ach, gehen wir zu SpongeBob. SpongeBob, was ist dein Bedürfnis? 2 von 5 Scootern? Ja. Yeah. Lass uns etwas spielen. Ebenbild von Huso. Spielen wir. Das Item wird hier stark vergrößert, okay. Das erste Item. Was wird es wohl sein? Sellerie. Die richtige Antwort ist. Es war das zweite okay. Item. Was wird es wohl sein? Bist du fick. Serrano-Schinken? Die richtige Antwort ist. Das ist Serrano-Schinken. Es war ein Serrano-Schinken. Okay. Und das letzte Item. Was wird es wohl sein? Der Duftkerze? Die richtige Antwort ist. Es war ein Lollipop.
Dass du die Kerze vielleicht einen goldenen Ständer, was das schade, immer hat. Schade, aber das machen wir demnächst. Schade, nochmal. Schade. Ja. Danke für die Klopapierrolle. Ah, ja, Kamera. Oh Gott, ist das Mach wieder. Aber ein gutes Bild von mir, klar. Oh, mach ich jetzt ein Bild von dir? Oder mach mal jetzt von mir wieder? Drück L und R-Taste. Oh, ich hab kein. Ich hab keine so eine Karte mehr. Beziehungsweise ich weiß nicht mehr, wo sie liegt. Das seid ihr, Chat. Falls ihr euch wundert. Wolltet ihr euch schon mal durch ein 3DS sehen? Das ist nicht Wahnsinn. Und jetzt in 3D. Wow. Boah. Ja, da fehlen einem die Worte, versteht ihr? Wahnsinn. Und da liegen noch ein paar Yu-Gi-Oh! Karten. Aus irgendwelchen Gründen. Und eine PSP, falls ihr euch gewundert habt. Ich hab nur das Teil nicht. König Basel, 3 Monate, Reception, vielen lieben Dank. Und, wie ist es geworden? Ist okay geworden. Wobei, habe ich die Kamera noch? Wenn ich die Kamera noch hätte, hätte ich geschaut, ob ich die AR-Card noch finde. So, dann, wer bekommt Badeset? Oh, Huse und Fanny, was macht ihr hier? Guten Tag. Okay, was kann ich für dich tun, Huso? Weißt du, ich habe etwas verloren, das sehr wichtig für mich ist. Ich helfe dir. Vielen, vielen Dank. Sag Bescheid, wenn du fündig wirst. Okay. Bis es soweit ist, würde ich dir gern was geben. Ein... Ich will aber eine echt coole Haarfarbe, klar? Ach, als ob er nicht extra... Welche Farbe passt wohl zu mir? Also gut. Oh Gott, er hat seine Augenbrauenfarbe geändert. Oh nein! Und wie sehe ich aus? Nein! Ich habe die Augenbrauen gefärbt und jetzt sind sie... Nein, sie haben die Hautfarbe übernommen. Oh nein, das sieht so schlimm aus. Oh Gott. Huse und Fanny sind hier. So. Snoop, ich will nicht mit Sheldon reden, okay? Du bekommst ein Badeset. Ich würde gerne mal Snoop baden sehen, ehrlich gesagt. Also gut, ich gehe dann mal baden. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kein Level 2 für dich? Oh, das ist beschämend. Wir werden ihm noch Level 2... Das ist einfach nur fucking widerlich. Ich will nicht mit Maggie reden. Fanny, kann ich dir was schenken? Außerdem von der Lord Water Witch, 24 Worte, Reception. Endlich wird es wieder etwas kühler. Ja. Yeah. Wie wär's mit Hustensaft? Das war etwas bitter. Was? Du kannst nicht einfach den Hustensaft austrinken.
Oh Gott, warum bist du eigentlich vier Tage in Zukunft? Weil man teilweise ein bisschen warten muss, damit Dinge geschehen, glaube ich. Ich habe die Zeit vorgespult. Danke. Jetzt ist der Schluck auf weg. Okay, Lois, was gibt's sonst noch? Ich wäre so gern mit Fanny befreundet. Wer nicht? Ja, klar. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihr rede? Zuverlässig. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort. Kann man da eine falsche Option wählen? Ich habe keine Ahnung. Oh! Oh, Moment, das erinnert mich an was. Ich hab mir... Wir können noch einen Bewohner dazu holen. Ich hab mir einen QR-Code... Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Shit, das ist das Falsche. Doch, das Richtige. Wie auch immer. Ich hab einen QR-Code. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Hab ich extra dafür... vorbereitet. Badeset, dankeschön. Damit wir den live im Stream hinzufügen können. Peter! Das ist gerade gesagt, ich hab's nicht gehört. Aus Foto erstellen? Na warte, wie kann ich? Kann ich QR-Code? Nein, fuck, wie kann ich? Oh nein. Oh, QR-Code, da ist es. Einlesen. Ein Gnom! Sehr schön. Klar, ich möchte den Gnom bitte registrieren als Nutzer. ja, Geburtstag, was auch immer. Ich bin David Gnome. Alle nennen mich nur David Gnome. Okay. Sehr schön. Ich hätte gehofft, er wäre direkt schon mit seinem Outfit aufgetaucht, aber ich lag falsch. Das heißt, er ist jetzt einfach ohne Mütze da oder so. Das war enttäuschend. Einmeldung. Wir haben was Neues. Einmeldung. Die Bevölkerung von Kalistan hat 10 erreicht. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, fand in der Lobby des Inselhotels eine lebhafte Party statt. Der Inselbewohner Tony sagte mit einem Lächeln im Gesicht: So langsam fühlt man sich auf dieser Insel weniger einsam. Autsch. Danke fürs Zuschauen. Und Marge hat cool Sub gegiftet. Wie wird ihm Dank? Warte, ich wollte noch anderes Zeug verschenken. Der neue Bewohner war auf jeden Fall ziemlich enttäuschend. Der Gnom. Ich dachte, er wäre was Lustigeres. Ich lag falsch. Wir haben nichts Neues bekommen. Nein. Also nicht meine MP von Wollo als Mimogli. Yeah. Ich habe das Spiel damals täglich geschaut. Ich wundere mich warum. Das war mal die große Rolle, versteht ihr? Guten Tag. Guten Tag, Fuli. Was liegt dir auf dem Herzen? Hier ist ein Brief angekommen. Komm aufs Dach, ich muss dir etwas sagen. Oh oh. Ich weiß nicht, von wem er ist. Soll ich trotzdem aufs Dach? Was meinst du? Ja, Fuli, du hast eine Verehrerin. Geh los. Klar. Schnapp sie dir, Tiger. Ich weiß auch, von wem der Brief sein könnte. Oh. Oh. Es ist Johnny! Natürlich ist es Johnny! Wer sollte es sonst sein? Huch, du bist nicht die Person, zu der ich wollte. Du kannst wieder gehen. Autsch! Autsch! Das war einfach nur... Na, egal. Hauptsache, ich weiß jetzt, worum es in dem Brief eigentlich ging. Was sollte das? Haben wir hier sonst noch was, Hav?
Spieluhr, Ventilator. Geben wir ihm eine Spieluhr. Heb sie auf. Darf ich mir das gleich mal anhören? Klar, hör's dir an. Okay, ist das jetzt absolut bezaubernde Spieluhr. Atemberaubend. Da wird man ganz ruhig, oder? Ja. Oh, neue Level für Fully. Das heißt, Fully kann auch noch ein Lied lernen. Was, wenn man ihm ein Objekt geben würde? Wollen wir ihm den Nintendo 3DS XL geben? Oder ein Lied? Komm, Fully 3DS oder ein Lied? Was würdet ihr sagen? Oder ein Schminkset? Mietzen-Miet-Coupon. Eine Katze in einem Zimmer, immer wenn sie Lust hat, ist das nicht toll. Sebastian, geben Fully eine Katze, ich will das sehen. Wir mieten jetzt eine Mieze. Wir haben was Neues. Aber Fully hat keine Mieze. Ich hätte das Lied machen sollen. Oh, fand ich im Schlafanzug. Die arbeiten am neuen Aussichtsturm von... Oh, der Aussichtsturm. Dieser Turm an der höchsten Stelle von Kalisland bietet eine fantastische Aussicht über die Insel. In seiner Rede zur Eröffnung lobte Sheldon überschwänglich. Es weht immer ein frischer Wind und die Aussicht ist prima. Da bleibt man gerne auch mal etwas länger hier. Danke fürs Zuschauen. Ich habe mal, weil ich gerade sehe, hast du immer noch dein Grinsenback in mir. Ich habe mein Miet tatsächlich überarbeitet. Und dann habe ich ja am Anfang von der Tomodachi Life eine für mein Gesicht aus erstellen lassen. Erzähl mir mal, wird auf dem Aussichtsturm. Erzähl mir mal! Bei Erzähl mir mal können alle möglichen Fragen an die Bewohner gerichtet werden. Ihr könnt ihnen Fragen stellen. Falls ihr eine Frage habt, stellt sie bei einer dieser Versammlungen und findet so die Wahrheit heraus. Danke fürs Zuschauen. Okay. Okay. Seid ihr bereit? Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Die Wahrheit ist irgendwo da oben. Erzähl mir mal. Ihr habt lange genug gewartet. Wer kann nicht ohne... ohne was schlafen? Ohne was? Eierpflanze. Eierpflanze. Wer kann nicht ohne Eierpflanze schlafen? Wer versteckt in seinem Zimmer? Crystal Meth. Wer wird schwach, wenn man... wenn man... Wer wird schwach, wenn... Okay, wisst ihr, was ist ein guter Punkt, wenn man Fully erwähnt? Wenn ich das fühle, es werden einige sein. Okay. Wer kann nicht ohne Eierpflanze schlafen? Das mit der Eierpflanze gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Das ergibt nicht mehr Sinn. Wer kann nicht ohne... Wie sehe ich schon? Niemand fällt was Gutes ein. Alle ausfüllen bringt nichts. Ist mir egal. Mir ist gut genug. Mama. Wer kann nicht ohne Mama schlafen? Ich meine, das ist gut. Oh. Ich will das fragen. Wer wird schwach, wenn man Fully erwähnt? Ich. Johnny nicht, wirklich? Das ist gelogen. Und jetzt ist Zeit für Frage Nummer 2. Wer sieht genauso aus wie... Nein.
Wir dürfen nicht vergessen, woher der Name dieser Insel kommt. Wer sieht genauso aus wie Rainer Keim? Und der übrigens mit E geschrieben wird, wie ich gelernt habe. Wer sieht genauso aus wie Rainer Kallmund? Ich glaube, sie weiß nicht, wer das ist. Und jetzt die letzte Frage. Wer ist alles Mitglied im Big Dick Club? Okay. Vielen Dank fürs Mitmachen. Stehe. Hab mich schon gewundert. Frage ich mich schon immer gestellt. Wisst ihr was? Ich halte mich von Maggie fern. Ich will den Gnomen nicht besuchen. Funny und Lois. Scheiß bei Fully zu Besuch. Yo! Oh, Fully hat seine Katze! Miau! Seht ihr das? Das ist die Katze, die wir Fully geschenkt haben. Alle sind hier, um sie zu begutachten. Mit den gefärbten Augenbrauen. Und jetzt geht bitte. Oh. Oh, er hat sogar ein Körbchen für die Katze. Oh. Oh. Oh, und Sheldon geht wieder. Ich bin nicht hier, um... Und SpongeBob geht auch wieder. Weißt du was? Ich konnte dich noch nie leiden. Fick dich. Oh Gott. Oh. Oh Gott, das ist das Schlimmste. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas habt, was eure Freunde mögen und dann... dann geht ihr wieder, geht Huso wieder Pony besuchen. Wenn er mit Fully fertig ist. Oh Gott, der arme Fully. Guten Tag. Ich weiß wirklich absolut gar nichts über Loiski. Was hältst du von ihr und mir? Ja! Alles super. Echt? Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Oh, vielleicht fängt Snoop was mit Lois an. Pop. Das, was Snoop Dogg heutzutage macht, könnte man nur als solchen bezeichnen. Ich hab keine Ahnung, was er macht. Macht er noch Musik? Wahrscheinlich nicht. Okay, Snoop, lass uns... Oh, was ist J-Pop? Von heute an mache ich Diät, halte mich zurück. Ich verzichte auf Eiscreme und auf Schokolade, reduziere dich. Und das nur für dich. Will kein Gramm zu viel. Sommerfigur, die brauche ich. Sommerfigur brauche ich. Das ist bezaubernd. Okay. Schreib doch mal selbst ein Lied. Ich habe selber ein Lied geschrieben. Ich werde nicht noch eins machen, das dauert ewig. Lois, willst du Snoop kennenlernen? Nein, willst du ein Spiel spielen? Hast du Lust auf ein Spielchen? Ich glaube, Snoop hätte Lust auf Spielchen, aber klar. Gut, Silhouettenquiz. Okay. Die erste Silhouette. Was wird es wohl sein? Phantommaske. Die richtige Antwort ist... Es war eine Phantommaske. Okay. Die zweite Silhouette. Das wird schwer. Was wird es wohl sein? Kinderhut. Die richtige Antwort ist... Nein, es ist fest. Es war... Fuck!
Ich habe die Schärpe gesehen, als es zu spät war. Ja. Ich war zu voreilig. Klopapierrolle, danke schön. Jigglypuff, seen from above. Johnny und Snoop sind hier. Sind beste Freunde geworden. Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. Okay, aber was willst du diesmal, Maggie? Oh. Das hier habe ich gefunden. Oh. Auf der Rückseite ist Huso ein Buggy. Huso hat eine Disco-Kugel? Willst du es nicht lieber an Huso zurückgeben? Yeah. Huso braucht eine Disco-Kugel. Du hast es tatsächlich gefunden. Danke. Oh, Huso und Fanny sind beste Freunde. Magil hat mein Zeug gefunden. Es war mir wirklich wichtig, dass dieses Teil zurückkommt. Oh, Level 3. Rock hatten wir noch nicht. Die Ballade glaube ich auch noch nicht, aber machen wir das erstmal. Wer verliert bitte seine Disco-Kugel? Das ist die gute Frage. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Garrus, Maxi, Zimote, Reception, wie wir lieben Dank. FSK 0 Spray. Verzeihung. Was habe ich von FSK 0 Spray zu halten? Oh, schau ich die Frisuren an. Schau ich den Gnome an. Ich fühle mich gut. Phänomenal. Wenn wir uns sehen, ist alles andere egal. Rock'n'Roll, Baby, wir gehen so ab. Nee, Rock'n'Roll, Baby, und nicht so knapp. Rock'n'Roll, Baby, wir tanzen durch die Nacht. Ah, das war jetzt der schwächste Lieder, ehrlich gesagt. Horsky, Simonte, Reception, vielen lieben Dank. Das war komplett shit. Was könnten wir sonst noch machen? Haben wir noch ein Item? Ich will das FSK 0 Spray verwenden. Fully, was gibt's, Fully? Hast du Lust auf ein Spielchen? Spielen wir? Klar. Spiele sind fürchtig. Tomodachi Life habe ich komplett vergessen. Du warst der eine Typ, der es tatsächlich gespielt hat. Oh, fuck. Unironisch. Oh, ich werde so verlieren. Das ist Snoop Dogg, warte. Ich habe ein Pärchen. Das ist ein Paar. Das ist Johnny. Das ist Johnny. Das ist ein Paar. Okay. Das ist Hut. Das ist eine Gazpacho. Das ist eine Gazpacho. Das ist ein Paar. Das sind einige Sonnen. Oh, wir können es schaffen. Das ist. Yes! Das ist ein Paar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hältst du davon, Fully? Glückwunsch. Such dir einen. Das Große. Töpfchen. Oh, okay. Ich meine, warum nicht? Oh, Fully hat immer noch so eine Katze. Gott. Ich wünschte, ich wäre Fully. Swatchdog, du brauchst FSK 0 Spray. FSK 0 Spray bei Fully, vertrau mir. Oh, wird er zu dem Baby oder so? Wir werden es machen. Schauen wir jetzt, was Swatchdog mit dem Problem hat. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Ja, und ich möchte. Ich möchte auch viele Dinge. Okay, Fully. Also, wir haben Cheese erst 23 Monate. Reception. Vielen lieben Dank. FSK 0 Spray. Mach mich hiermit bitte zum Kind. Oh Gott. Dann leg mal los. Oh oh. Oh oh. Danke, endlich kann ich wieder Kind sein.
Ab jetzt werde ich mich ganz kindisch verhalten. Oh nein. Fully, was machst du da? Nicht, Vorsicht, Fully, du tust ja noch weh. Vorsicht, die Pfütze! Nein, Fully, nicht die Pfütze! Nein, weh, du springst, Junge! Oh mein Gott, das sag ich Mama! Oh, du wirst so Ärger bekommen. Das ist einfach... Crazy Time Games. Vielen, vielen Dank. Kind sein ist echt klasse. Gern geschehen, Fully. Er wollte einfach nur mal wieder Kind sein. Er spielte mit seiner Katze. Er ist wie früher der glücklichste Bewohner von allen. Bleibt er jetzt so? Nein. Fanny ist bei Huso zu Besuch. Wie üblich. Johnny. John Star. Ich habe ein Item für dich. Guten Tag. Wir haben noch... Shitspasset hatten wir schon. Wir haben noch den Ventilator, haben wir alles gesehen. Hier, Johnny. Wir wollen nicht, dass der zu heiß wird. Schön kühl hier. So, Luft zu Stufe 1. Oh, Stufe 1 ist einfach nur deprimierend. Ja, das war ziemlich aufregend. Jetzt ist es richtig schön kühl. Ich will auch noch jemandem ein Item geben. Moment, können wir Johnny nicht hochleveln? Sagen wir, ich gebe dir ein Badeset. Wollt ihr Johnny baden sehen? Wenn die Antwort ja ist, habe ich gute Neuigkeiten. Ich gehe dann mal baden. Ich gehe dann mal baden. Okay, Johnny. La 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 la. La 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 la. Das ist der Stoff, von dem Fully träumt. La 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 la. Das hat gut getan. Schau euch Johnny an. Seinem Handtuch. Das hält ja auch noch nicht ganz so ein Level ab. Oh, wir können dir was Neues zum Anziehen geben, Johnny. Was hältst du denn davon? Streiche seinen Kopf. Streiche du seinen Kopf. Oh, der ist spontan 30 Jahre gealtert. Ein Objekt geben. Oh. Für Gamepad gibt es sogar ein Bildschirm. Jede Menge Spaß für alle. Hier, Johnny. Du kannst meine Wii U haben. Schau euch seinen Gesichtsausdruck an. Schau euch den Gesichtsausdruck an. Seht ihr das? Das ist jemand, der gerade eine Wii U geschenkt bekommen hat im Jahr 2019. Wow. Danke. Dankeschön. Okay, ich werde sehen, ob der Wii U auch spielt. Yo, er hält das Gamepad in der Hand. Was für ein Spiel soll das sein? Ich mag es, weil es nur ein Gamepad gibt, hat Snoop einfach gar keinen Controller. Let's Dance, Just Dance? Es gab Just Dance auf der Wii U. Wow!
Dann spielst du noch? Wir hören gleich auf. Snoop, hör auf. So gut war es auch nicht. Sind wie you. Hör auf zu applaudieren. Kann ich mal spielen, mein Bruder? Oh, Huso schläft. Lass mich nochmal einen Blick in den Traum werfen. Hat der Traum wieder mit mir zu tun? Oh, deck die Solarzelle doch mal mit der Hand ab. Was? Was soll ich denn machen? Welche Solarzelle? Hä? Oh, soll ich die Kamera abdecken? Nein, was? Ich muss alle drei Kameras abdecken, glaube ich. Oh, oder ich muss einfach. Oh, ich muss einfach nur schwenken. Nein. Mal die Lampe an, welche. Oh, zu klappen? Manche Minigames funktionieren nicht wegen der Capture Card. Oh. Ah ja, ich erinnere mich, da war irgendwas. Nur die Frontkamera zählt. Ja, es ist seltsam. Es geht irgendwie nicht richtig. Leuchte auf die Kamera, aber ich sollte sie abdecken. Also. Schläft sonst noch jemand? Fully ist hier. Fully hat gerade gemerkt, dass nach großer Freude... Oh, er rollt einfach über den Boden. Du sollst nur die Hand drüber halten und wieder wegnehmen, damit der Squats macht. Oh. Yo, Johnny, du hast so einiges geleistet in Tomodachi Live. Mit deinem Mii. Ich hab dir eine Wii U geschenkt. Vielleicht sehen wir dich irgendwann mal Wii U spielen. Gut sehe ich aus. Ja, das stimmt. Das Hemd steht dir. Oh Gott, was haben wir hier? Snoop, was auch immer. Auch oh, Sheldon ist traurig. Weil das stimmt nicht. Du hast mir einen Mini-PC geschenkt, das stimmt. Ich fühle mich irgendwie erschöpft. Bazinga, das stimmt nicht. Mein Bauch fühlt sich nicht besonders gut an. Oh, ich verstehe. Magenmittel. Zieh die Scheiße rein. Mittel hat geholfen. Mir schon viel besser. Wahnsinn. Okay, können wir... Oh, wir bekommen was Neues. Oh, was Neues. Oh. Oh, das ist das, wo man die Pärchen sehen kann. Eilmeldung. Ich glaube, wir haben keine. Der lang erwartete Affinitätstester wurde eröffnet. Der Affinitätstester. Anhand virtueller Abbilder untersucht ein Spezialcomputer, ob zwei bestimmte Personen zueinander passen. Oh. Personen des gleichen Geschlechts erhalten einen Freundschaftswert. Personen unterschiedlichen Geschlechts einen Liebeswert. Oh. Die Affinitätsvorhersage versucht, die Affinitätsschwankungen zwischen zwei Personen innerhalb einer Woche abzubilden. Bedenkt bitte, dass ihr einen Geburtstag eingetragen habt. Falls ihr euren Geburtstag noch nicht... Ich hasse den Smutschupter. Nein, der ist perfekt. Wie rückständig. Affinitätstest. Ich möchte Fulltime Richard. Und warum kann ich Johnny? Oh, Johnny? Kann ich Geburtsdatum eingeben? Oh, das ist fürchterlich. So, ja, und dann. Hä? Haben wir Fully und Lois. Ziemlich gute Freunde. Gut genug. Funny Frisch und... ja, er ist ja Mogi Moplo. Und nicht Huso.
ein Turteltäubchen. Schaut sie euch an, ohne Augenbrauen. 82%. Was haben wir sonst noch? Ich will Fully und Johnny testen, ob wir uns die gute Freunde sind, aber ich kann nicht. Testen wir. Ich kann Johnny gar nicht testen. Und Fully und SpongeBob. Busenfreunde! Busenfreunde ist der SpongeBob und der Fully, das dachte ich mir. Das sag ich mir schon länger, ich wollte es nicht einfach so sagen. Affinitätsvorhersage, okay. Okay, was haben wir? Lernen, arbeiten, funktioniert gut. Ernste Gespräche, oh oh, nicht allzu gut. Oh, für die nächste Zeit. Ich weiß nicht, was das bedeutet alles. Gehen wir weg davon. Ich glaube, wir sind dann langsam fertig mit dem Spiel soweit. Johnny ist hier. Spielt nicht auf seiner Wii U. Warum spielt er nicht auf seiner Wii U? Ich meine, warum sollte man nicht auf seiner Wii U spielen? Guten Tag. Ich habe das Gefühl, Johnny und ich bewegen uns nicht auf Augenhöhe. Ballade fehlt noch. Was hältst du von Johnny und mir? Oh. Entsteht wirklich dieser Eindruck, ich sollte mich wohl mehr anstrengen. Snoop ist sehr unsicher. Er ist sehr, sehr unsicher. Was seinen Umgang mit anderen Leuten angeht. Weißbrot. Nicht so ungut, das war keine Beleidigung. Zeigt Johnny sein Lied. Ah ja, Johnny, ich habe ein Lied gemacht. Willst du es hören? Sternwert, ja, Johnnys Lied. Das hatte ich ja, extra umkomponiert. Musiknote. Da. Solo singen. Jonas Amazonas. Musiker. Yeah. Nur wir zwei, was auch immer. Machen wir das. Warst du schon mal traurig? So, dass es weh tut. Warst du schon mal allein? Allein, wir sind allein. Tränen fließen in Massen. Ich würde nichts verpassen. Mein Herz schlägt vor Schmerz. Was soll ich nur tun? Berlin, was geht ab? Mach mal Lärm. Oh Gott, das Ende. Ich möchte nicht speichern. Ich meine, das ist einfach... Das ist einfach, Brillanz. Man könnte es nicht besser machen. Ist hier am Strand? Man könnte es einfach... Nein, hier ist niemand. Könnte es einfach nicht besser machen. Na gut, Chat. Ich würde sagen... Wir sind soweit fertig mit der Tomodachi Live. Ich bin der Pose Entertainment, ja. Ich habe fast 3 Stunden gespielt. Großer Gott, wo ist die Zeit hin? Ich hätte eigentlich maximal 2 geplant. Wie auch immer. Naja, ob morgen Stream sein wird. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber wir werden sehen. Ich meine, wir werden sehen, wie mein Hals mitmachen wird oder nicht. Bin mir noch nicht sicher. Außer von Simon Place und der... Gott, Francis Kobe. 2 Monate. Bis dann, Süppchen. Vielen lieben Dank. Aber gut, vielen Dank fürs dabei sein. Und morgen werden wir irgendwas anderes machen. Okay, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.